Jedes lebende System auf unserem geliebten Planeten ist ein eloquenter Ausdruck der Fähigkeiten unseres erstaunlichen Universums, in perfekte Balance zu kommen. Und dann zu tun, was das Leben gemeint ist zu tun, zu gedeihen. Gedeihen ist der natürliche Fluss des Lebens. Gedanken über eines der größten Wunder überhaupt, wie ein kleines Ei und ein einziger, unbezähmbarer, mutiger Samen einen Prozess zum Laufen bringen kann, welcher am Ende einen weiteren von uns kreiert. Ein Wesen von unermesslichen Fähigkeiten und unbegrenzten Möglichkeiten mit einem Gehirn, das fähig ist, sich komplex und immer zunehmend selbst zu betrachten. Beine, die geschaffen sind, um zu tanzen und zu rennen. Finger, die gelenkig genug sind, um eine Geige zu spielen. Einen Korb zu flechten, ein Gesicht zu streicheln. Wenn Natur uns eines lehrt, ist es, dass das Leben zum Arbeiten geschaffen ist. Und wie auch jede andere Lebensform, ist auch unser Ziel, dass wir gedeihen. Dennoch, für die Mehrzahl von Menschen auf diesem Planeten dreht sich das Leben nicht ums Gedeihen. Es geht ums Überleben, einfach nur, dass man am Leben bleibt. Ist das wirklich das Beste, was wir tun können? Hat das Universum wirklich für fast 14 Milliarden Jahre gearbeitet, um eine Spezie hervorzubringen, die als Feind des Lebens selbst abendet und des eigenen Lebensbereichs? Ich denke, das ist nicht der Fall. Mein Name ist Foster Gamble. Mein Name ist Foster Gamble und ich habe fast mein ganzes Leben damit verbracht, herauszufinden, was geschehen ist, was gerade vor sich geht, was diese steigende Leid und Qual auf diesem Planeten erklären könnte. Als junger Mann war ich von dem Elend, das ich sah, motiviert und wegen meiner Angst für unser Überleben habe ich mich auf eine Reise begeben, um Antworten zu suchen auf Fragen wie: Ist es möglich für Menschen zu gedeihen? Falls ja, warum tun wir das nicht? Meine Recherchen führten mich zu unerwarteten Orten, enthüllten überraschende Entdeckungen, welche im ersten Moment keinen Zusammenhang zeigten, aber wie Sie sehen werden, die im Nachhinein einen entscheidenden Zusammenhang zeigten. Ich fand einen Code, ein Muster in der Natur, in Kunst und Symbolen, das im Laufe der Jahrhunderte eingebettet wurde. Ich glaube, dieser Code ist ein Schlüssel zu einer neuen Quelle für saubere, erneuerbare Energie, die komplett revolutionieren könnte, wie alle Menschen leben. Ich begann zu verstehen, wie unser Wirtschaftssystem manipuliert ist, und ich habe herausgefunden, was wir dagegen tun können. Meine Reise zeigte Wege, wie wir zur Macht kommen können, um freie, gesunde Systeme überall auf unserer Erde zu schaffen. Ich habe erkannt, dass wir kein Fehler sind. Wir sind einfach nur im Irrtum. Wir sind blind gegenüber unserer Brillanz. Unsere Stärke wurde uns abgeschnitten, ignorant gegenüber unserer Genialität, unserer wahren Stärke und Pracht nicht bewusst. Aber das alles wird sich nun ändern. Ich lade Sie nun ein, mit mir die Höhepunkte meiner unwahrscheinlichen Reise zu teilen. Ich habe diesen Kompass erstellt, um uns durch Raum und Zeit zu transportieren. Lassen Sie mich Ihnen zeigen. Auf diesem Bildschirm können wir auf das, was ich lebenswichtige Punkte nenne, zugreifen. Es sind die kritischen Daten, die wir nicht von den kommerziellen Medien bekommen, welche in den USA in etwas mehr als 25 Jahren von 50 Unternehmen auf nur 5 konsolidiert wurde. Wir nutzen diese, um zu überprüfen, wie es uns wirklich geht. Der rechte Bildschirm zeigt, wie wir einen gesunden, nachhaltigen Kurs für das Leben auf dem Planeten Erde einschlagen können. Ich nenne dies die Navigationserkenntnisse. Und dies wird unser Kompass sein. Anstelle einer Nadel, die das Magnetfeld im Norden der Erde sucht, ist unser Kompass die Form des Feldes an sich. Und diese Form, wie Sie bald sehen werden, hat erstaunliche technologische und soziale Auswirkungen. Nach dieser lebenslangen Suche bin ich zu dem Glauben gekommen, dass dieses Muster der eigentliche Schlüssel ist für eine Welt, die für alle funktioniert. Also los geht's.
Ich wuchs auf in einer privilegierten und machtvollen Welt, besuchte Elite-private Schulen und dann die Princeton-Universität. Als ein direkter Nachfahre von einem der Gründer von Procter & Gamble wurde ich präpariert, ein Leiter in diesem Unternehmen zu werden, aber ich wählte einen anderen Pfad. Ich wachte auf während meiner Zeit in der Grundschule. Erwachsene lehrten, dass ich mich bei einer nuklearen Explosion unter meine Schulbank legen und meinen Kopf abdecken soll, um mich zu schützen. Das war der Zeitpunkt, an dem ich mit meinen wichtigen Fragen anfing. Ein paar Jahre später hatte ich eine direkte Erfahrung mit universeller Energie. Es geschah eines Tages, als ich mit meinem Schulbus mitfuhr und aus dem Fenster schaute. Ich hatte eine Vision eines Strudelmusters und ich wusste einfach, dass dieser Energiefluss der gleiche war wie in einem Atom in unserem gesamten Solarsystem. Ich fühlte tief in mir drin, dass auch ich irgendwie aus diesem gleichen Muster bestand. Diese Vision brachte mich im Grunde zur Wissenschaft, um herauszufinden, wie das Universum funktioniert und wie wir Menschen in dieses allgemeine Muster der Lebensenergie passen. Jahre später erfuhr ich, dass dieses Muster, das ich gesehen hatte, einigen in der wissenschaftlichen Welt bekannt ist. Es stellte sich heraus, dass 1921 Albert Einstein den Nobelpreis bekam für die Entdeckung, dass wenn Energie in das Universum losgelassen wird, dort kleine Pakete als Ganzheit entstehen. Dieses Muster sagt viel darüber aus, wie Leben entsteht. Angesichts der anhaltenden Wunder der Schöpfung im ganzen Universum und wie viele unserer menschlichen Systeme nicht erneuerbar sind, dachte ich, dass es sehr nützlich wäre, zu lernen, wie das Universum Leben schafft und erhält. Jedes dieser kleinen Pakete der Ganzheit, welche Einstein entdeckt hat, ein sogenanntes Quantum, oder in diesem Fall ein Photon, besteht aus der Umgebung, aber ist im Inneren unterschiedlich. Wie ein Strudel im Wasser. Diese Pakete haben immer das gleiche Muster, egal welche Größe sie haben. Und überraschenderweise sind sie relevant bei Themen, die anscheinend nicht zusammenhängen, wie zum Beispiel der Krieg im Nahen Osten, der Zusammenbruch des globalen Finanzsystems und wie Gerechtigkeit für alle erreicht werden kann. Wir werden nun erforschen, warum. Mathematiker nennen dieses Muster den Torus. Die Energie in einem Torus strömt ein durch ein Ende, zirkuliert rund um das Zentrum und tritt auf der anderen Seite aus. Es ist ausgewogen, selbstregulierend und immer eine Ganzheit. Der Wissenschaftler und Erfinder Arthur Young hat mich zum ersten Mal offiziell in den Torus eingeführt. Futurist Joan Elgin erklärt, wie der Torus das primäre Muster ist, welches die Natur für das Leben in jeder Größenordnung benutzt. Entwicklung bedeutet Entfaltung, Einführung. Die Frage ist demnach, was führt das Universum ein? Was das Universum einführt, sind selbstorganisierende Systeme. Und Sie können das in jeder Größenordnung sehen. Ein selbstorganisierendes System ist ein technischer Begriff für ein System, das sich selbst im Griff hat, welches weiß, dass es wesentlich ist. Wenn wir zur Natur gehen, können wir diese selbstorganisierenden Formen überall sehen. Wir können es im Querschnitt einer Orange sehen, dem Querschnitt eines Apfels. Wir können es in der dynamischen Natur eines Tornados sehen. Wir können es in dem Magnetfeld um die Erde herum sehen. Ein ähnliches Magnetfeld besteht um jeden Menschen. Wir können es in der Struktur einer ganzen Strudelgalaxie sehen. Wir können es in der Struktur eines kleinen Atoms sehen. Auf jeder Ebene während seiner ganzen Entstehungsgeschichte hat das Universum nur ein einziges Projekt. Es lässt Tori wachsen. Das Universum ist eine Torus-herstellende Fabrik. Project. It's growing toruses. The universe is a torus-growing factory. Diese toroidale Dynamik ist in verschiedenen Größenordnungen sichtbar. Eine davon auf der galaktischen Ebene, welche riesige spinnende Strukturen sind, die Milliarden von Sternen beinhalten. Big arms of galaxies spinning around. Es sieht normalerweise aus wie große Arme von Galaxien, die herumspinnen, und diese haben Wirbel, die vom Zentrum zum Rand des galaktischen Strahlenkranzes gehen
welche die Galaxien umgeben. Sterne bewegen sich von dieser galaktischen Platte aus zu dem Strahlenkranz, runter zu den Wirbeln und dann wieder zurück. Sterne, wie zum Beispiel Arcturus, haben bekannterweise diesen Pfad schon beschritten. Stars like Arcturus, for instance, we know, have done that path already. Dies ist auch eine zutreffende Beschreibung für die Atmosphäre auf unserem Planeten. Das Wetter bewegt sich vom Nordpol hinunter zum Äquator und dann wieder hinauf. Vom Südpol hinauf zum Äquator und dann wieder hinunter. Auch die Dynamiken auf der Oberfläche der Sonne sind sehr ähnlich. Natürlich, hier sind wir gerade dabei, uns dies von einer externen Perspektive auf einem kleinen Modell anzusehen. Wenn man sich das Sonnensystem eingebettet in der Galaxie ansieht, eingebettet in dieser Traube, eingebettet in dieser Supertraube, reisen wir in diesem grenzenlosen Meer des unendlichen Torusflusses. Der Torus ist wie der Atem des Universums. Es ist die Form, die der Energiefluss einnimmt in jeder Größenordnung des Daseins. Aber es gibt auch eine zugrunde liegende Struktur, wie der Fluss zusammenpasst, im Grunde wie ein Skelett. Es nennt sich Vektorgleichgewicht, ein Begriff, der von einem der größten Denker des 20. Jahrhunderts geprägt wurde, Buckminster Fuller. Inspiriert von Fullers visionärer Arbeit habe ich seit Jahrzehnten diese Dynamik erforscht. Des Vektorgleichgewichts und des Torus. Ich war so aufgeregt über das Potenzial der toroidalen Energieform, dass ich im Jahre 1997 eine multidisziplinäre Denkfabrik mit dem Namen Sequoia Symposium mitbegründete, die das Muster studieren und Anwendungen erforschen sollte. Unsere gesammelten Forschungen haben mich davon überzeugt, dass der Torus und das Vektorgleichgewicht primäre Muster sind, die fundamental sind in der Entstehung des Universums auf allen Ebenen. In den Sequoia-Symposium treffen wurde ich auf Erfinder hingewiesen, die behaupteten, dass sie die Torusdynamik verwendeten. Als Grundlage für Geräte, die Energie ohne Verbrennung erzeugen, diese revolutionäre Entwicklung, Zugriff auf etwas, das manchmal Nullpunkt oder strahlenförmig oder freie Energie genannt wird, wird nun einfach neue Energietechnologie genannt. Da so viel Leid in unserer Welt das Resultat eines fehlenden Zugriffs auf Energie ist, wurde mir klar, dass freie, unbegrenzte, saubere Energie eine der größten Durchbrüche in der Geschichte sein könnte. Dies könnte nicht nur die Lebensqualität verbessern, es könnte die Lebensqualität auf diesem Planeten regelrecht verwandeln. Also begann ich mich zu fragen, wer sonst über dieses Muster oder diese mächtige potenzielle Energiequelle wusste. Einige der Wissenschaftler auf dem Symposium zeigten mir, wie der Torus von verschiedenen Kulturen seit Jahrtausenden kodiert wurde. Offenbar hatten antike Kulturen diesen Code eingebettet in den möglichst dauerhaften Formen, in Geschichten, in Symbolen, in Alphabeten und Gebäuden. Hier befinden wir uns an einer der ältesten heiligen Stätten der Welt, dem Osiris-Tempel in Abydos, Ägypten. Nur sehr wenige Schriften sind in diesem Osiris-Tempel gefunden worden. Aber dort befindet sich trotzdem eine sehr wichtige Information. Es ist eine sehr schwache, aber dennoch klare und präzise Zeichnung. Sie ist nicht in den Felsen eingekratzt. Sie ist in die atomare Struktur des Felsens in einer sehr außergewöhnlichen Art und Weise eingebrannt. Of the rock in some extraordinary way. Nassim hat das osirische Symbol in drei Dimensionen entschlüsselt. Da unsere Welt nicht aus zwei Dimensionen besteht, ist es sinnvoll, dass Codes, die Informationen über unsere Welt weitergeben, auch nicht beschränkt sind auf ein flaches Design. Seine dreidimensionale Version des osirischen Symbols beginnt mit dem Vektorgleichgewicht, ein perfekt ausbalanciertes Kraftfeld mit 12 gleich großen strahlenförmigen Energielinien. Diese stabilisieren das Zentrum wie die 12 Speichen eines Rades. Das primäre Muster des balancierten Energieflusses, welches diese Struktur umgibt, ist der Torus. Hier erweitern wir zu dem nächsten größeren Maßstab.
mit insgesamt 64 Pyramiden, die Tetraeder genannt werden. Setzt man dann Kugeln, die die toroidalen Energiefelder repräsentieren sollen, die jeder dieser Pyramide umgeben. Und dann nehmen wir die Pyramiden weg. Sehen wir am Ende eine Matrix, welche erstaunlicherweise eine exakte Auflage des Osiris-Symbols darstellt. Ein dreidimensionales Modell des gleichen Musters, das in den Felsen des ägyptischen Tempels vor tausenden von Jahren eingebrannt wurde. Jetzt reisen wir über Kontinente hinweg, von Ägypten nach China, wo die gleiche Geometrie an einem anderen heiligen Ort, der 1420 gebaut wurde, erscheint. Dann gehen Sie zu der verbotenen Stadt, wo die Sonnengötter wohnen und wo Sie am Eingang die Fu-Hunde finden werden, die Hüter des Wissens. Sie bewachen das Wissen unter ihrer Pfote. Die gleiche Geometrie der 64 Energieeinheiten ist wieder kodiert. Ich begann mich zu wundern, ob es nur ein Zufall war, dass das genau gleiche Muster an bedeutenden Orten auf zwei verschiedenen Kontinenten erschien. Aber dann zeigte mir Nassim, dass diese Geometrie der 64 immer wieder kodiert ist von Kulturen über Jahrhunderte hinweg und aus der ganzen Welt. Der hebräische kabbalistische Baum des Lebens schafft die gleiche Struktur, die wir gerade gesehen haben. Mit dem Vektorgleichgewicht, das wieder auf jeder Ebene eingebettet ist. Die alte chinesische Weisheit, die I Ching genannt, ist basiert auf 64 Hexagrammen, Symbole mit 6 Linien in einem Satz. Einige sind durchgängig, einige sind unterbrochen. Diese können zusammengestellt werden als die 6 Kanten eines Tetraeders und würden zusammen die 64 Tetraeder-Kristallform bilden. Dieses gleiche Muster zeigt sich auch in der modernen wissenschaftlichen Forschung. Das Doppelhelix hat ein Alphabet aus 64 Codons, die verwendet werden, um unser menschliches DNA zu kodieren. Ich habe gesehen, dass es fortgeschrittene Kenntnisse der lebenden Geometrie des Universums vor tausenden von Jahren gab. Aber wie konnten Sie davon wissen? Die meisten Geschichten des alten Ägyptens, der Mayas und Inkas reden über Sonnengötter, die auf die Erde kamen und ihnen Technologie, das Schreiben und alles über Wissenschaft beibrachten. Ich begann mich zu fragen, ob all diese Sonnengötter nicht Hochkulturen aus einem anderen Teil der Galaxie waren. Diese Texte in vielen alten Kulturen beschreiben, dass sie mit fliegenden Booten ankamen. Oder in der vedischen Tradition fliegenden Maschinen und so weiter. Es wird öfters erwähnt, dass diese Sonnengötter auch durch Zeit gereist sind. Könnten diese frühen Piloten aus dem Jenseits unserer Welt verantwortlich für den Austausch des Wissens über diesen Code sein? Könnten sie diese Energie benutzen, um sich durch den Kosmos zu bewegen? Ich dachte nicht, dass mich meine Forschung in diese Richtung führen und dass diese Vorstellungen meine Welt durcheinander bringen würden. Aber Nassim hat eindrucksvolle Beweise für seine Theorien und ich konnte keine andere vernünftige Erklärung dafür finden, wie fortgeschrittene Mathematik und physikalische Konzepte vor über 3000 Jahren verfasst wurden. Ich trat in Verbindung mit dem erfahrensten Ermittler Dr. Stephen Greer, dem Gründer des Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence. Er hat hunderte von Interviews mit hochrangigen Regierungs- und militärischen Zeugen durchgeführt. Und so, wenn wir über außerirdische Intelligenz sprechen, sprechen wir über Kulturen, die einen Punkt erreicht haben, dass sie wie wir fühlen. Aber deren Technologien und vielleicht sogar soziale Fähigkeiten sind derart, dass sie zu interstellaren oder interplanetaren Zivilisationen geworden sind. Und wenn Sie die meisten konservativen Schätzungen ansehen, dass in der Milchstraße mindestens 10.000 erdähnliche Planeten mit intelligentem Leben zu finden sind, und davon sind mindestens die Hälfte dieser Planeten ebenso oder noch weiter fortgeschritten als unsere, ist es fast eine Gewissheit, dass es intelligentes Leben da draußen gibt,
welches die Gesetze des Universums beherrscht über die Grenzen hinaus, was an MIT und Caltech gelehrt wird, welches in der Lage ist, dies durch Raum, Zeit in Echtzeit zu übertragen, durch weite Entfernungen im interstellaren Raum. Wir haben über 4000 Fälle, in denen diese Objekte auf festem Boden landeten und physische Beweise hinterließen. Wir haben über 3500 Pilotenfälle. Wir haben hunderte von Fällen, darunter auch solche von den ranghöchsten Ermittlern bei der FAA, John Callahan und zahlreiche andere Agenten, welche diese Objekte auf dem Radar verfolgten mit einer Geschwindigkeit von Zehntausenden von Meilen pro Stunde oder welche entmaterialisieren und dann wieder auftauchen an einem anderen Punkt im Himmel. Ja, es gab ET-Besuche, es gab abgestürzte Objekte, es gab Material und Körper, die geborgen wurden. Wir haben Kontakt mit Außerirdischen aus einem anderen Solarsystem und ich habe daran teilgenommen. Ich sah Dokumente, welche sich auf Roswell beziehen, mit mehreren Instanzen von UFO-Überflügen und vor allem, nachdem sie Atomwaffen auf ihr Schiff genommen haben. Und mein Kommandant hat mir gesagt, Jordan, was hast du in deinem Protokoll? Das ist nie geschehen. Die Besatzung, die gerade ihre Schicht beendete, und die Besatzung, die gerade ihre Schicht begann, alle sahen das UFO in der Luft schweben. Es war ein metallisches, kreisförmiges Objekt und so wie ich es verstand, alle Raketen waren stillgelegt. Das bedeutet, sie waren außer Betrieb und etwas hat diese Raketen ausgeschaltet. Jetzt denken Sie daran, all das Zeug fliegt mit mehreren tausend Meilen pro Stunde. Das Ding feuert einen Lichtstrahl auf den Gefechtskopf, trifft es und dann fliegt dieses Ding heran. Mittlerweile gehen wir so herum, es feuert noch einen Lichtstrahl. Geht so herum, wir gehen so herum, es feuert noch einen Lichtstrahl. Kommt so herunter, feuert noch einen Lichtstrahl und fliegt raus auf dem gleichen Weg, als es hereinkam. Und der Gefechtskopf stürzt aus dem All. Zu dem Zeitpunkt hatten wir das Gefühl, dass dies extraterrestrial gewesen sein muss. Sie nahmen den Film und spulten zu dem Teil, der das UFO darauf hatte, und nahmen eine Schere und schnitten diesen Teil raus. Sie nahmen diesen Teil des Filmes und legten es auf eine separate Rolle und legten es in eine Brieftasche. Sie gaben Major Mansman den Rest des Films zurück und sagten, hier, Major Mansman, ich brauche Sie nicht über die Schwere der Sicherheitslücke aufzuklären. Wir betrachten diesen Vorfall als geschlossen. Wem erzählst du, wenn du an einem UFO-Vorfall beteiligt warst, ohne dass du angeschaut wirst, als wärst du nicht ganz richtig? Aus all den Beweisen für die Existenz von UFOs, ein außerordentliches Phänomen verblüfft und begeistert mich weiterhin. Das Auftreten überall in der Welt der sogenannten Kornkreise. Diese aufwendigen Konstruktionen erscheinen rätselhafterweise gewirbelt in Kulturen von Getreide in einer Art und Weise, dass die Halme gebogen sind, jedoch weiterhin am Leben bleiben. 5000 dieser Muster sind in über 30 Ländern erschienen, die meisten von ihnen in England. Die Medien haben Menschen zu dem Glauben geführt, darunter fand ich mich zuerst auch, dass diese Getreidemuster Falschmeldungen sind, die Nachtarbeit von ein paar Witzbolden. Natürlich gab es gefälschte Versionen, aber die von Menschenhand gemachten Versionen sind grob im Vergleich zu den meisten dieser eleganten Kreationen. Könnten Sensationsbetrüger alle diese 5000 dokumentierten Muster erstellt haben? Könnten ein paar Leute mit Seilen und Brettern etwas so Komplexes und Schönes wie dieses hier erstellt haben, erstellt in der Mitte der Nacht, wenn es regnet und hinterlassen keine Fußabdrücke am Boden? Das elektromagnetische Feld über diesem Bereich, wo das Getreide umgelegt wurde, um das Bild zu schaffen, ist oft elektrostatisch aufgeladen. Einige dieser Bereiche sind mit seltsamen magnetischen Partikeln übersät. Eine der erstaunlichsten Getreidekonstruktionen ist nicht ein Kreis, sondern ein Rechteck, das eine direkte Antwort auf eine Botschaft zu sein scheint, die im Jahre 1974 in das Weltall gesandt wurde. Die Botschaft war ein Funksignal, das unsere Lage in unserem Solarsystem darstellt und der Menschen auf der Erde in der Hoffnung, dass diese empfangen und von außerirdischer Intelligenz interpretiert wird. 27 Jahre später, im Jahre 2001, erschien diese Getreidekonstruktion in England zusammen mit, was vielleicht ein Selbstporträt des Absenders sein könnte.
Diese Nachricht entspricht dem Format des NASA-Signals und beschreibt ein anderes Solarsystem als unseres. Ein Bild des Absenders, nicht menschliches DNA und eine Mikrowellenantenne, die sie offenbar nutzen, um zu kommunizieren und nicht die Radioantenne, die wir verwenden. Dieses Antennensymbol ist ein Jahr früher in dem genau gleichen Feld schon einmal erschienen. Direkt neben einer funktionierenden Radiowellenantenne, eine ähnliche, wie die NASA zum Senden des ursprünglichen Signals verwendete. Offiziell leugnet NASA weiterhin jeglichen extraterrestrischen Kontakt. Und dennoch, Jahr für Jahr erscheinen diese spektakulären Kreationen. Also, was könnten diese bemerkenswerten Konstruktionen bedeuten? Hier sind einige zweidimensionale Versionen, welche in 3D scheinbar den Torus enthüllen. Das Vektorgleichgewicht. Und das damit verbundene Muster von 64, welches wir in der Kunst von so vielen alten Kulturen kodiert sahen. Als ich den Zusammenhang zwischen den Kornkreisen und den antiken Kodierungen sah, dachte ich, unabhängig davon, wer diese erschaffen hat und wo auch immer sie herkommen, es muss einen wichtigen Zweck für diese Konstruktionen geben. Sie sind so zusammenhängend. Ich bin zu dem Glauben gekommen, dass das Muster des Torus und des Vektorgleichgewichtes, insbesondere in der Form des 64-Tetraederkristalls, uns zeigt, wie Energie im Universum funktioniert, sodass wir lernen können, uns mit ihr abzustimmen. Ich glaube, dass sie uns ein Modell für den Zugriff auf Energie in einem sauberen, sicheren und unbegrenzten Weg geben, eine neue Art der Fortbewegung. Welche wichtigere Nachricht an uns könnte es geben und vor allem jetzt, da wir, aus deren Perspektive, beginnen, uns in sorgloser Weise außerhalb unseres Planeten auszubreiten? Für einige mag die Idee eines UFOs verrückt klingen und doch, aus einer anderen Perspektive, ist es durchaus plausibel. Die Erde ist etwa 4,5 Milliarden Jahre alt. Das ist 4.500 Millionen Jahre. Was wäre, wenn es einen anderen Planeten gäbe, der fast genauso ist, wie wir sind? Fast genauso. 4.500 und 1 Million Jahre alt. Sie sind uns 1 Million Jahre voraus und auf einer galaktischen Ebene sind sie fast wie unsere Zwillingsbrüder. Also wo werden wir in 1 Million Jahre sein? Wir werden all diese Probleme gelöst haben und es gibt einen anderen Weg. Ob es nun Wurmlöcher oder Krümmung des Weltalls ist. Es muss doch einen Weg geben, Energie zu erzeugen, wobei sie aus dem Vakuum gezogen werden kann. Und die Tatsache, dass sie hier sind, zeigt uns, dass sie einen Weg gefunden haben. Es ist ein großer Schock für das menschliche System, das im Prozess ist. Ich verstehe, dass Menschen in unserer Generation, Menschen, die Positionen in der politischen Führung anstreben etc., sich niemals wagen, in die Nähe dieser Fragen zu kommen, weil es eine grundlegende Herausforderung an die Weltanschauung ist. Hier sind wir also, eine relativ unreife Spezie, die mit der möglichen Selbstzerstörung kämpft. Wenn die Angleichung an den Torus den Schlüssel birgt für eine neue Form des sauberen, sicheren Energiezugriffs, stellen Sie sich die Auswirkungen vor.
Dies könnte der wichtigste technologische Durchbruch unserer Zeit werden. Also, wer möchte nicht eine Energiequelle haben, die unbegrenzt und frei verfügbar ist? Das stellte sich heraus als eine zentrale Frage. Und das führte mich in die nächste geheimnisvolle Welt. Es stellte sich heraus, dass Wissenschaftler bereits Anfang des 19. Jahrhunderts alternative Möglichkeiten entwickelten, auf Strom ohne Verbrennung zuzugreifen. Nikola Tesla glaubte, er habe Zugriff auf, was er Strahlenenergie nannte. Viele Wissenschaftler glauben, dass er Zugriff auf das, was jetzt freie Energie genannt wird, hatte. Aber bevor Tesla das Projekt beenden konnte, erkannte sein Finanzier, Bankbesitzer J.P. Morgan, der ein Monopol auf Kupfer hatte, welches für elektrische Leitungen verwendet wurde, dass Teslas Erfindung Strom ohne Kabel übertragen könnte. Er endete daher Teslas Finanzierung. Teslas Labor wurde niedergebrannt und er wurde geächtet. Das alles nur für den Versuch, seine Vision der grenzenlosen Energie für jedermann zu implementieren. Ein moderner Erfinder, Adam Trompley, wurde inspiriert von Teslas Arbeiten und von den Möglichkeiten des Torus. Trompley baute einen Dynamo, einen Gleichstromgenerator, der auf elektrische Energie direkt aus der Luft zugriff. Wir haben versucht zu zeigen, dass wir durch die Nachahmung des Magnetfeldes eines Planeten und beim Rotieren dieses Gerätes in der Lage waren, ein Dynamo zu erstellen, das tatsächlich funktionieren würde. Und es hat in der Tat funktioniert und es funktioniert immer noch. Also wenn wir über die Natur nachdenken, wenn wir Jupiter betrachten oder wenn wir einen Dynamo wie die Erde, die im Weltall rotiert, betrachten, sprechen wir im Grunde über einen Magneten, der im Weltall rotiert. Und die Feldlinien des Magneten strömen hinunter und durch diese toroidalen Muster des Magnetfelds. Es dehnt sich aus und zieht sich zusammen, es atmet. Im wahrsten Sinne des Wortes zieht es die Energie des Weltalls ein und transformiert sie. Hier in diesem Toroid haben wir genug Energie, um die ganze Erde zu verwandeln. Und das ist nicht nur eine theoretische Aussage, es ist wirklich wahr. Bedenken Sie nur, welche Auswirkungen dies hat. Es bedeutet, dass jeder einzelne Ort auf der Erde auf einmal Energie hat. Jeder einzelne Mensch auf der Erde hat auf einmal Energie. Wir haben universellen Überfluss. Trompley wurde eingeladen, einen seiner Generatoren vor den Vereinten Nationen und dem US-Senat zu demonstrieren, aber diese Vorführungen wurden von der Bush-Administration unterminiert. Dann wurde das Gerät bei einer Regierungsrazzia beschlagnahmt. Trompleys Erfahrungen sind nicht außergewöhnlich. Fast jedes Mal, wenn ich einen Erfinder mit einer vielversprechenden neuen Technologie im Bereich der freien Energie fand, erzählte dieser mir eine ähnliche Geschichte von Unterdrückung. Erfinder John Bedini begann die Arbeit mit Teslas Theorien der Strahlenenergie vor Jahrzehnten und hat ein Sortiment von Akkuladegeräten, die mehr Energie erzeugen, als diese brauchen, um zu laufen. Er kündigte an, dass er diese für geringe Kosten zum Verkauf anbieten werde. Bald darauf wurde sein Labor überfallen und er wurde davor gewarnt, diese Maschinen zu produzieren. Für seine Sicherheit musste er die Werbung für seine freie Energiegeräte aufgeben. Dies sind alles Geräte aus den Labors, die ich persönlich besuchte. Die Qualität dieser Aufnahme ist offensichtlich schlecht und ich erwarte nicht, dass sie dies überzeugen wird. Mein Punkt ist, dass dort zu sein mit diesen Erfindern, begleitet von Experten und diese neue Energiegeräte in Betrieb zu sehen, überzeugte mich davon, dass diese Technologie Wirklichkeit ist und die Auswirkungen davon sind für mich absolut ergreifend. Der Kanadier John Hutchinson hat nicht nur einige freie Energiebatterien geschaffen, sondern auch Teslas Theorien benutzt, um der Schwerkraft entgegenzuwirken, um Objekte schweben zu lassen. Dies könnte den Bereich der Antriebssysteme revolutionieren. Sein Labor wurde überfallen und Apparaturen wurden von der Polizei und Regierungsbeamten im Jahre 1978, 89 und im Jahre 2000 beschlagnahmt. Einer der Wissenschaftler, die wir für diesen Film interviewen wollten, war Dr. Eugene Maloff, ein Ingenieur von MIT und Harvard und Herausgeber des Infinite Energy Magazins, welches sowohl theoretische als auch technologische Entwicklungen in dem neuen Energiebereich umfasst.
Er wurde auf mysteriöse Weise im Jahre 2004 zu Tode geschlagen. Falls alle diese Erfinder Fälscher und Scharlatane wären, frage ich mich, warum diese so konsequent unterdrückt werden und auf so brutale Weise. Ich fragte den Free-Energy-Erfinder Adam Trompley, warum er glaube, dass diese Technologie unterdrückt wird und ob das UFO-Phänomen etwas damit zu tun hat. Wir hatten wichtige Militärpersönlichkeiten, die sich selbst in große Gefahr begaben, wenn sie sagten, ja, diese Dinge sind real. Warum denken Sie, dass der militärisch-industrielle Komplex nicht will, dass diese Aussage gemacht wird? Weil sie dann anfangen, darüber nachzudenken, welche Arten von Technologien dahinter stecken. Das ist die Quintessenz. Die Unterdrückung von UFO-Phänomenen geht Hand in Hand mit der Unterdrückung der sogenannten Free Energy. Die Energie wird aus der Struktur des Raums um uns herum entnommen, was bedeutet, es kann nicht gemessen werden. Das ist eine direkte Bedrohung für die größte Industrie der Welt, Energie. Dies würde den Abschied für ExxonMobil bedeuten, den Abschied für Öl, den Abschied für Kohle, den Abschied für lineare Übertragung von Strom über Hochspannungsleitungen. All das wäre weg. Leider ist dies für jemanden ein 200 Billionen Dollar Sparschwein. Die nachgewiesenen Öl-, Gas- und Kohlereserven sind mehr als 200 Billionen Dollar wert. Diese Information würde völlig die geopolitische Macht verändern. Mehr als alles andere in der schriftlich belegten Geschichte der Menschheit. Und es würde in einer Generation geschehen. Ich fing an, diese bahnbrechenden Lösungen zu untersuchen. Und zu meiner großen Überraschung haben sich diese Konzepte bereits in Hunderten von Labors auf der ganzen Welt bewährt und trotzdem haben sie nicht wirklich das Licht der Welt erblickt. Anstatt Dinge zu zerschlagen und dann zu versuchen, die Explosion zu kontrollieren, verlassen sich diese neuen Technologien auf Blendung, auf das Zusammenspiel davon, was natürlich gegeben ist. Der gemeinsame Nenner von allen freien Energiegeräten, die ich gesehen habe, die in einer oder anderen Form die Torus-Energieform imitieren. Sie müssen nicht an die freie Energietechnologie glauben, um über die Unterdrückung von Ideen und Erfindungen besorgt zu sein. Ich selbst hatte den Gedanken, gibt es einen besseren Weg, unsere Abhängigkeit von Öl, Kohle, Kernkraft und anderen gefährlichen und schmutzigen Technologien zu verteidigen, als mit der Rechtfertigung, dass es keine besseren, billigeren Alternativen gibt? Es war meine geliebte Frau und kreative Partnerin Kimberly, die mich immer wieder an die menschlichen Auswirkungen meiner wissenschaftlichen Forschung erinnerte. Wie faszinierend der Torus und ETs und freie Energie auch waren, die wichtigste Frage war, ob das Verständnis dieser Dinge wirklich helfen würde, in irgendeiner Weise menschliches Leid zu lindern. Und es stellte sich heraus, dass es dies kann. So viel von dem Leid dieser Welt hat mit dem mangelnden Zugriff auf Energie zu tun. Ob man sich warm halten kann, ob man Nahrung und Wasser bekommen oder Krankenhauspflege erhalten kann. Dies hat alles mit Energiezugriff zu tun. Falls es ein grundlegendes Muster gibt, was mir sinnvoll erscheint, dass die Evolution in dieser Hinsicht effizient wäre, und wir können uns mit diesem Muster ausrichten, um neue Technologien zu schaffen, die diese Probleme lösen werden, dann ist es für mich wert, für solche sozialen Tabuthemen meine Augen zu öffnen. Wenn diese neuen Energietechnologien weltweit freigelassen werden würden, wären die Veränderungen erheblich. Es würde jeden betreffen. Es wäre überall anwendbar. Diese Technologien sind das absolut Wichtigste, das derzeit in der Geschichte der Welt passiert. Also angesichts der Bedeutung habe ich entschieden, die folgenden Fragen zu stellen. Wer würde von der Unterdrückung dieser wissenschaftlichen Forschung profitieren? Wessen Reichtum und Macht würden mit dem Zugang zu sauberer, freier Energie bedroht? Wer hat ein Motiv, eine Welt zu gestalten, wo so wenige so viel haben und so viele haben so wenig? Als unabhängiger Forscher folgte ich einer der Grundregeln des investigativen Journalismus. Wenn eine Geschichte keinen Sinn ergibt, folge dem Geld. Unsere Unabhängigkeit von Öl sorgt dafür, dass Energiekonzerne weiterhin phänomenale Gewinne ernten. Ich sehe, dass sie enorme Ressourcen dafür verwenden.
alternative Energien zu unterminieren, um die globalen Reserven zu steuern und um die hohen Ölpreise weiterhin zu halten. Sie haben genug Geld und Einfluss, um alles, was ihr Monopol bedrohen könnte, zu unterdrücken. Also wer steht hinter den riesigen Energiekonzernen? Das Rockefeller-Ölimperium wurde im Jahre 1870 gegründet, als John D. Rockefeller Standard Oil gründete und zu Amerikas erstem Milliardär wurde. Standard Oil hat sich seitdem in ExxonMobil und andere verwandelt. Die Rockefellers kontrollieren auch unsere Lebensmittel. Sie waren ursprünglich für die weltweite Umstellung auf groß angelegte erdölbasierte Landwirtschaft verantwortlich. Ich erinnere mich an die sogenannte Green Revolution der 60er und 70er Jahre. Wie die meisten Menschen dachte ich, dass dies eine tolle Sache sei. Es basierte jedoch auf dem Anbau einer einzigen Pflanze in großen Feldern, wo Unmengen von Öldüngemittel, Herbizide und Pestizide benutzt wurden. Die Green Revolution war die Idee der Abteilung der Naturwissenschaftler der Rockefeller Stiftung in Partnerschaft mit großen landwirtschaftlichen Unternehmen. Erdölbasierte Landwirtschaft brachte neue, riesige Gewinne für die Ölindustrie, konnte aber niemals ihr Versprechen halten, den Hunger zu enden und die Gesundheit zu fördern. Die Green Revolution hat anfangs die Produktivität gesteigert, weil jedes Stück Land für die sofortige Produktion verwendet wurde, aber die Warenkosten sind erst jetzt zu sehen. Steuerzahler zahlen Milliarden an Subventionen für die riesigen Agrobusiness-Unternehmen. Fast alle kleinen Familienbetriebe sind verschwunden. Biodiversität ist zerstört. Giftige Chemikalien vergiften Landarbeiter und verpesten das Land. Wasser und Lebensmittel und gefährden die Gesundheit von uns allen. Im Jahre 2010 hatte weltweit etwa jeder siebte Mensch nicht genug zu essen. Die Großkonzerne, die uns die Chemikalien für die chemische Industrie in der Landwirtschaft gebracht hatten, sprachen über drei Instrumente, die die Nahrungsmittelkette konsolidieren würden. Das erste war die Gentechnik als eine Möglichkeit der Kontrolle. Das zweite Instrument war die Patentierung von Saatgut und Patentierung von Leben als eine Art von Kontrolle, die das Saatgut als Privateigentum deklariert. Das Behalten von Saatgut von Landwirten wird dann als Verbrechen behandelt, als Diebstahl von geistigem Eigentum. Und das dritte Instrument waren die sogenannten Free Trade Treaties, Freihandelsabkommen, die gewöhnliche Menschen, Landwirte und Winzer der Freiheit berauben, Samen zu speichern. Das Design einer Terminator-Technologie, um sterile Samen zu schaffen, um noch mehr Abhängigkeit der Menschheit auf eine Handvoll von Unternehmen zu verhängen, ist hier der letzte Schritt. Wir sind durch das, was wir mit dem Saatgut tun, wirklich zum ersten Mal dabei, eine neue Kolonisierung zu erstellen, welche ich als die Kolonisierung der Zukunft bezeichne. Of the future. Dieselben Elitebankfamilien und ihre Unternehmen haben die Kontrolle in zwei entscheidenden Bereichen Energie und Lebensmittel übernommen und die Folgen sind verheerend. Für mich war es zuerst überwältigend, ein solches Monopol des Einflusses zu entdecken. Aber ich wusste, dass es wichtig ist, als wenn man erfährt, dass man eine harte, aber behandelbare Krankheit hat. Es hilft zu verstehen, was sie verursacht und wie sie sich verhält, wenn das Ziel ist, sie zu heilen. So setzte ich meine Untersuchung fort, wenn Öl und Lebensmittel von den großen Bankenfamilien kontrolliert sind. Wo sonst taucht dieser Einfluss auf? Als ich dem Geld folgte, begann ich das gleiche System der Kontrolle in fast jedem Bereich unseres Lebens zu sehen. Und ich fand immer die gleichen Familien dafür zuständig, entweder direkt durch ihre Banken und Konzerne oder indirekt durch große Stiftungen. Wieder waren es die Rockefellers, die die National Education Association gegründet haben, mit Hilfe der Carnegie Stiftung und später von der Ford Stiftung. Was die Führer dieser Industrien von unseren Schulen wollten, war eine gehorsame und gelehrige Belegschaft, die folgsame Mitarbeiter und konsumfreudig sein würden. Die Schulen sollen feste Regeln als Reaktion auf Autorität etablieren. Deshalb dauert es 12 Jahre. Sie sollen reflektorisch reagieren, wenn ihnen jemand in einer Autoritätsposition sagt, was sie tun sollen. Wie Bildung ist Gesundheit ein weiteres Gebiet, das von großem Geld und Konzernen beherrscht wird.
Die American Medical Association zum Beispiel wird weitgehend von den Rockefellers finanziert, die ihre Finanzmittel verwenden, um die AMA-Forschung und Entscheidungsprozesse zu beeinflussen. Der durchschnittliche Doktor in den 4 Jahren an der medizinischen Fakultät belegt einen Kurs in Ernährung, 2,5 Stunden in vielen Fällen, und die Unterrichtsmaterialien werden von dem National Dairy Council und dem National Livestock and Meat Board und anderen Industrien einschließlich der Sugar Association geliefert, die Produkte verkaufen, die eigentlich unsere Gesundheit an erster Stelle untergraben. Unfortunately, the way the system leider ist das Medizinsystem so aufgebaut, dass die medizinische Ausbildung in erster Linie durch pharmazeutische Unternehmen finanziert wird. Hier ist also ein Motiv, so viele Medikamente wie möglich zu produzieren und zu verkaufen. Es ist außerdem ein sehr zeiteffizienter Weg, Geld zu verdienen. Für den Arzt, für das Pharmaunternehmen, für die ganze medizinische Institution. Aber tatsächlich vergrößert dies das Problem, das es eigentlich lindern sollte. Mögliche Nebenwirkungen sind Übelkeit, Mundtrockenheit und Verstopfung. Abnahme der weißen Blutkörperchen, was schwerwiegend sein kann. Sexuelle Nebenwirkungen, Durchfall, Übelkeit und Schläfrigkeit. Kann bis zum Koma oder zum Tod führen. Wie weit werden diese Mächte gehen, um einen Gewinn zu machen? Würden sie wirklich Heilmittel für Krankheiten unterdrücken, so wie sie die freie Energietechnologie unterdrückt haben? Leider hat meine Forschung gezeigt, dass die Antwort auf dies Ja ist. Ein gut dokumentiertes Beispiel dafür ist der Fall von Dr. Roy Reif. In den 20er Jahren erfand Dr. Reif die modernsten Mikroskope seiner Zeit. Er entwickelte auch eine neue Technik, die er koordinative Resonanz nannte, die anscheinend Krebstumore sowie Viren zerstören konnte. Im Jahre 1934 wurde die Reif-Behandlung in klinischen Studien in Verbindung mit der University of Southern California an 16 unheilbar kranken Krebspatienten getestet. Innerhalb von 3 Monaten waren alle erfolgreich geheilt. They were all successfully cured. Bald darauf brannte ein Labor, das die Reif-Technologie testete, nieder und eine unseriöse Klage wurde eingereicht. Durch die Bemühungen von Morris Fishbein, Leiter des Journal of the American Medical Association, war Reif im Grunde genommen ausgeschaltet und ruiniert, seine brillante und vielversprechende Arbeit so gut wie vergessen. Es ist wirklich schwer für mich zu glauben, dass jemand tatsächlich Heilmethoden unterdrücken würde. Und Krebs ist sehr häufig in meiner Familie zu finden. Ich habe herausgefunden, dass es hauptsächlich um Patente geht. Wenn ein Pharmaunternehmen ein Patent anmelden und dann Geld mit der Behandlung verdienen kann, insbesondere wenn wir dies immer wieder verwenden müssen, dann ist das alles, was wir bekommen. Sonst würden wir nicht einmal davon hören. Es ist nicht nur Reif, der ausgeschaltet wurde. René Case hatte eine alte indianische Ojibwe-Formel, die wirksam war. Harry Hoxie und Max Gershon hatten natürliche Heilmittel, die funktionierten. Aber wenn Sie dieses nachlesen wollen, sind diese als totale Quacksalber von der AMA beschrieben. Und das ist, wo nach dem Geld zu suchen so hilfreich ist. Da die gleiche Macht, die die AMA und deren Forschung und Finanzierung kontrolliert, auch die Pharmaindustrie kontrolliert. Es gibt einen finanziellen Anreiz in der Höhe von Multibillionen Dollar, Heilmethoden, die nicht patentierbar sind, zu unterdrücken. Das Wissen, dass Heilmethoden existieren, nimmt mir nicht den Schmerz, den ich fühle bei dem Verlust so vieler geliebter Menschen wegen Krebs. Es gibt mir etwas wirklich Zufriedenstellendes zu tun mit meinem Schmerz. Und ich glaube auch, dass wenn wir die Liebe und Hingabe, die wir für jeden Verstorbenen und für diejenigen, welche unnötigerweise sterben werden, nutzen, um Heilmethoden zu entwickeln und diese Heilmittel zu den Menschen, die sie benötigen, bringen, können wir dieses Krebsvermächtnis beenden und heilen. So schwierig es auch für mich war, bin ich zu der unausweichlichen und zutiefst beunruhigenden Schlussfolgerung gekommen. Ich glaube, dass eine Elitegruppe von Menschen und die Unternehmen, die sie leiten, Kontrolle haben. Nicht nur über unsere Energie, Nahrungsbedarf, Bildung und Gesundheitswesen, aber auch praktisch über jeden Aspekt unseres Lebens. Und sie tun es durch die Kontrolle der Welt der Finanzen. Nicht nur durch das Schaffen von mehr Werten, sondern durch die tatsächliche Kontrolle über die Geldquellen. Als ich dem Geld folgte, führte es mich die Ebenen einer Pyramide hinauf. Hier sind wir auf der untersten Ebene, wo wir unser tägliches Leben leben. Über uns die Regierung. Menschen, die ein Monopol an Macht erhalten haben und verwenden dies, um uns zu besteuern und zu kontrollieren, ob wir damit einverstanden sind oder nicht.
Aber wer kontrolliert sie? Auf der nächsten Ebene sind die Unternehmen. Viele würden sagen, dass heute Unternehmen und nicht die Nationalstaaten die Welt regieren. Sie nennen es eine Korporatokratie. Um die Ressourcen der Welt zu erwerben und die Märkte kontrollieren zu können, benötigt diese Korporatokratie Zugang zu billigem Geld. Die großen Konzerne bekommen ihre Kredite zu besonders günstigen Konditionen von den Großbanken. Dies bedeutet, dass diejenigen, die die großen Banken kontrollieren, die wohlhabende Elite letztlich die Konzerne kontrollieren. Als ich dem Geld folgte, habe ich gelernt, dass fast alles, was ich einmal über Geld geglaubt habe, einfach nicht wahr ist. Es ist interessant, wie wenige Fragen wir uns über sehr alltägliche Dinge stellen, wie zum Beispiel, wenn wir zur Bank gehen und um ein Darlehen von $50,000, 50.000 Pfund bitten. Was geschieht da eigentlich? Die meisten Leute leben ihr Leben basierend auf einem vagen Bild davon, was eigentlich geschieht. Was tatsächlich passiert, ist Folgendes. Sie fragen nach 50.000 Pfund, die Bank schreibt ihrem Konto 50.000 Pfund gut. Das ist alles, was getan wird. Es werden keine neuen Münzen geprägt, kein neues Geld wird gedruckt, kein Edelmetall wird bewegt. In ihrem Konto werden nur 50.000 Pfund über einen Computerbildschirm eingegeben. Von diesem Moment an starten Sie die Zahlung von Zinsen auf Geld, das noch nie, das nicht und das niemals existieren wird. Es stellte sich heraus, dass die Banken tatsächlich etwa 9-mal so viel Geld ausgeliehen haben, als sie als Reserve in ihren Tresoren haben. Dies ist möglich durch die als Fractional Reserve bezeichnete Kreditvergabe. Es funktioniert, da es der Federal Reserve oder der Zentralbank in jedem Land gesetzlich erlaubt ist, die notwendige Reserve in einer Bank zu bestimmen. Im Moment sind das in den USA rund 10%. Also, wenn Sie $10,000 in die Bank einzahlen, setzt die Bank 10% oder $1,000 zur Seite und verleiht dann den Rest Ihres Geldes. Dies funktioniert da, wenn zum Beispiel eine andere Person in die Bank kommt und nach einem Autokredit über $9,000 fragt, verleiht die Bank in diesem Moment $9,000 ihrer ursprünglichen Einzahlung. Das Geld ist nicht mehr da. Der Kreditnehmer bezahlt dann den Autohändler. Dieser zahlt dann das Geld in eine andere Bank ein, welche Teil des gleichen zentralen Banksystems ist. Die $9,000 werden wie eine neue Einzahlung behandelt und der Prozess geht weiter. Das Geld wird wieder neu eingezahlt und wieder neu ausgeliehen, bis die originale Einzahlung von $10,000 dann $100,000 wird. Das Bankensystem hat nun $90,000 dadurch erschaffen, dass sie ihr Geld ausgeliehen hat. Offenbar begann dies mit den Goldschmieden im 17. Jahrhundert, als die Leute mit Gold handelten. Gold war schwer zu tragen, weshalb Leute das eigentliche Metall in Gewölben lagerten und stattdessen Belege austauschten. Diese Belege waren das erste Papiergeld. Da nur wenige Menschen ihr Gold zum selben Zeitpunkt entnahmen, fingen die Gewölbebesitzer, eigentlich die neue Bank, an, Belege für mehr Metall auszustellen, als sie wirklich besaßen. Sie liehen solche Belege aus und berechneten Zinsen auf das Geld, Gold, das sie nicht wirklich hatten. So ist das sogenannte Fractional Reserve System geboren worden. In diesem System machen die Bankiers Geld aus dem Nichts, während der Rest von uns hart arbeiten muss, um es zu verdienen. Dies hat eine moderne Form der Leibeigenschaft geschaffen, wo heute die Masse der Gesellschaft arbeiten muss, um ihre Schulden an die Bank zu tilgen. In diesem Mindestreservensystem werden wir unweigerlich Schuldensklaven zu einer herrschenden Klasse von finanzieller Elite. Nicht, weil diese besser oder klüger sind als alle anderen, sondern weil sie das System manipuliert haben, um, auf Kosten der meisten Menschen auf diesem Planeten, selber zu profitieren. Catherine Austin Fitz ist eine Expertin zu diesem Thema. Sie war Assistant Secretary of Housing and Urban Development unter Präsident George Bush Senior und dann eine Beraterin der Clinton-Administration. Lassen Sie uns ein Monopoly-Spiel spielen und Sie möchten die Parkstraße kaufen. Was ich nun wiederholt tun kann, ist, Geld zu drucken, mir selbst mehr Geld zu geben, dadurch den Wert Ihres Geldes senken, da ich immer mehr drucke. Egal wie hart Sie arbeiten oder wie erfolgreich Sie sind, am Ende kann ich Sie immer kostenfrei aufkaufen. Also wieso wird es, wenn Sie oder ich Geld drucken, als Fälschung bezeichnet, aber wenn die Banken es tun, ist es eine Erhöhung der Geldmenge? Wie haben die Banken diese Macht erhalten?
Dies ist Jekyll Island, wo sich im Jahre 1910 Vertreter von den Rockefellers, Rothschilds, Morgans und anderen Privatbankiers heimlich trafen, um die Gesetzgebung, die die Federal Reserve schaffen würde, zu entwerfen. Ed Griffin schrieb im wahrsten Sinne des Wortes das Buch zu dem, was auf Jekyll Island passierte. Zentralbanken sind Bankenkartelle, die in Partnerschaft mit den jeweiligen Regierungen der Länder, in denen sie tätig sind, handeln. Und ihnen wurde eine monopolistische Macht über die Schöpfung der nationalen Geldmenge gegeben. Man könnte sagen, dass die Politiker ihnen diese als Geschenk für die Partnerschaft gegeben haben. Und was machen die Banken im Gegenzug für die Politiker? Sie versprechen, Geld aus dem Nichts zu machen, da sie ja diese gesetzliche Macht von der Regierung erhalten haben, dies zu tun, zu jeder Zeit, wenn die Regierung es benötigt. Und seit 2008 haben wir die größte Falschgelddruckerei der aufgezeichneten Geschichte gesehen. Diese finanziellen Tricks verheimlichen die Kosten und wer daran schuld ist. Und lassen uns als Schuldensklaven arbeiten, um die Rechnung abzuzahlen. Ich fand es sehr aufschlussreich, dass im selben Jahr, in dem die Federal Reserve geschaffen wurde, im Jahre 1913 auch das Finanzamt etabliert wurde. Und Einkommensteuer wurde eingeführt, sodass Sie und ich die Schulden der Politiker an die Banker zahlen können, plus Zinsen. Das Problem ist, dass wir in den Vereinigten Staaten ein privat geführtes Zentralbanksystem getarnt als ein staatliches System haben. Wenn Sie hier im Washington DC-Bereich in das Telefonbuch schauen und nach der Federal Reserve in den blauen Regierungsseiten suchen, werden Sie feststellen, dass sie nicht darin steht. Sie ist in den weißen Seiten, direkt neben Federal Express. Sie ist eine privat geführte Zentralbank. Was wäre die richtige Beziehung, was wäre das richtige Verhältnis zwischen dem Vorsitzenden der Federal Reserve und dem Präsidenten der Vereinigten Staaten? Nun, zunächst einmal ist die Federal Reserve eine unabhängige Agentur. Das bedeutet, dass es keine andere Regierungsagentur gibt, die unsere Aktionen außer Kraft setzen kann. Wir haben eine private Bank, die im Auftrag des Finanzministeriums Geld druckt. Die Federal Reserve druckt Geld für ein schuldenbasiertes System, welches Knappheit erzeugt. Aber es gibt eine Gruppe von Insidern, die den Zugang zu allen Daten über die Wirtschaft haben, die uns verborgen bleiben. Das ist eine kleine Gruppe von Bankiers, die die Daten, wie Geld in der Wirtschaft funktioniert, verstehen. Dies gibt ihnen die Möglichkeit, Geld in einer Weise zu drucken, dass es die Insider schützt und alle anderen leer ausgehen. Catherine hat eine gesunde Wirtschaft mit einem dynamischen Torus verglichen. Überall ausgewogen, freifließend und energiegeladen, ganz im Gegensatz zu dem, was in unserer heutigen Wirtschaft passiert. Was sie haben, ist ein System, das sehr dynamisch ist und versucht, sich zu optimieren. Aber im Kern haben sie einen Bandwurm verflochten. Ein Bandwurm arbeitet in ihrem Körper durch das Einspritzen einer Chemikalie in den Körper, welches sie dann die Nahrung begehren lässt, die gut für den Bandwurm sind, aber schlecht für sie. Sie haben einen Parasiten, der sehr manipulierend ist und sich auf Kosten des Ganzen überfrisst. Wir leben in einer Bandwurmwirtschaft, wo die finanzielle Elite der Bandwurm ist und sich mit uns füttert. Und sie mögen es nicht, wenn ihnen Leute auf die Schliche kommen. Nachdem Catherine die Regierungskorruption auf höchster Ebene zu entlarven begann, hat das FBI ihre Firma überfallen und ihr Vermögen beschlagnahmt. Sie war für 10 Jahre in Gerichtsverfahren verwickelt, bevor sie für unschuldig befunden wurde. Wir haben die Federal Reserve, ein sich im Privatbesitz befindendes Unternehmen, mit einem Monopol auf die Schaffung von Geld, aber ohne Rechenschaftspflicht, gesichert von einer Regierung mit einem Gewaltmonopol. Dem Land wurde die Idee verkauft, dass die Fed eine Institution ist, welche der Wirtschaft hilft, sich zu stabilisieren und unabhängig von der Politik ist. Aber in der Tat, in fast einem Jahrhundert ihres Bestehens hat die Federal Reserve genau das Gegenteil getan. Seitdem sie die Führung übernahm, sind wir durch Inflation beraubt worden und die Kaufkraft des Dollars ist um mehr als 97% zurückgegangen. Und das Wohlstandsgefälle macht es deutlich, dass das meiste Geld auf sehr wenige verteilt ist. Nur 16 Jahre nachdem die Federal Reserve an der Macht war, erlebte Amerika die Great Depression,
Meine Recherchen ergaben, dass vor dem großen Crash im Jahre 1929 die Elitebankiers ihr Geld aus dem Aktienmarkt herausgezogen haben. Nach dem Crash benutzten sie das Geld, um billige Aktien und kleinere, versagende Banken für Pfennige pro Dollar zu kaufen. Unter den Bankiers, die ihren Reichtum auf diese Weise konsolidiert haben, waren die Rothschilds, Rockefellers und Morgans. Ein ähnliches Szenario spielte sich im finanziellen Zusammenbruch im Jahre 2008 ab, in dem die gleichen Bankiers profitierten. In den Jahren bis zum Zusammenbruch bündelten und handelten die größten Banken, darunter Bank of America, Citigroup und Chase, kontrolliert durch die Rothschilds, Rockefellers und Morgans, schlechte Kredite, wo sie wussten, dass sie am Ende scheitern würden. Es ist, als wenn man faule Orangen in eine Kiste tut und dann diese als erste Wahl verkauft. Die Bündler dieser Schulden wussten, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis jemand die Box aufmachen würde, um zu sehen, dass der Inhalt wertlos war, da sie diejenigen waren, die die Boxen in erster Linie verpackt hatten. Als die faulen Orangen, die unsoliden Kredite, Derivate und Credit Default Swaps, von denen wir hören, schließlich entdeckt wurden, war jeder betroffen. Menschen verloren ihr Zuhause, ihre Arbeitsplätze, ihre Unternehmen und ihren Ruhestand. In der Zwischenzeit wurden die größten Banken, die das Problem in erster Linie geschaffen hatten, gerettet. Warum? Warum gab die Federal Reserve Milliarden an die Banken, obwohl die Mehrheit der Amerikaner dagegen war, sie zu retten? Und warum nicht denen helfen, die es am meisten brauchen, anstatt die Verursacher des finanziellen Kollapses? Meine Recherchen führten mich zu der Annahme, dass die gleichen Leute, die die Federal Reserve geschaffen hatten, die Rothschilds, die Rockefellers und die Morgans, diese immer noch kontrollieren. Und sie nutzen dieses Komplott, um sich aus der Patsche zu helfen, auf unsere Kosten. Viele der gegründeten Banken sind immer noch die stärkste Lobby auf dem Capitol Hill und um ehrlich zu sein, ihnen gehört der Platz. Ich bin davon überzeugt, dass der beinahe Zusammenbruch der Wirtschaft im Jahre 2008 von einem orchestrierten Pump-and-Dump-Schema resultierte, das von den großen Banken entworfen und durchgeführt wurde, um Reichtum und Macht zu konsolidieren. David Icke erklärt, wie er die Federal Reserve, die sogenannten Business-Zyklen, manipulieren sieht. Stufe 1 ist wie das Auswerfen einer Angelschnur. Stufe 1, Sie setzen eine Menge Geld, Einheiten des Austauschs, in Umlauf. Sie tun dies, indem Sie Zinssätze nach unten drücken, indem Sie viele Darlehen geben. Dies ist der Teil des Zyklus, den wir einen Boom nennen. Weil es viele Einheiten des Austauschs im Umlauf gibt, gibt es viel Geld, das den Besitzer wechselt. Dieses generiert viele wirtschaftliche Aktivitäten. Es bringt Arbeitsplätze und mehr Geld wird ausgegeben. Es gibt mehr Nachfrage, sodass Unternehmen mehr Kredite für neues Geld aufnehmen, um ihre Produktion zu erhöhen. Leute werden zuversichtlich in ihrem Alltag. Hey, weißt du, ich arbeite für dieses Unternehmen und wir bekamen viele Aufträge. Es ist wirklich toll, mein Job ist sicher. Ich sage dir was, wir werden ein größeres Haus kaufen. Dann beginnen sie mit der Änderung. Was sie tun ist, dass sie an der Angelschnur ziehen. Sie drücken die Zinsen nach oben. Nun nehmen weniger Menschen einen Kredit auf und sie machen die Kriterien für einen Kredit von der Bank strenger. Und jetzt, da die Zinsen gestiegen sind, wird ein großer Teil des Volkseinkommens dafür verwendet, die Extrazinsen zu bezahlen und nicht dafür, Dinge zu kaufen. Plötzlich ist nicht mehr so viel Geld im Umlauf und daher werden weniger Dinge gekauft. Unternehmen verlieren in Bezug auf ihre Gewinne. Sie fangen an, Stellen abzubauen und sie fangen an zu schließen. Leute verlieren ihre Arbeitsplätze. Sie können ihre Hypothek von dem großen Haus nicht mehr bezahlen, welche sie in guten Zeiten aufgenommen haben. Nun fangen die Banken an, die Angelschnur wieder einzurollen, weil, wenn sie in Konkurs gehen, Unternehmen oder Privatpersonen, die Banken nun den wirklichen Reichtum bekommen. Das Eigentum, das Land, die Mittel, die sie hatten, um die Kreditvergabe zu unterzeichnen, welches am Ende nur Zahlen am Bildschirm waren. Nun wurde dieser Konjunkturzyklus der Angelschnur raus, Angelschnur zurück, viele Einheiten im Umlauf, zurückziehende Einheiten seit Jahrhunderten praktiziert. Dies hat gestohlen und den wahren Reichtum der Welt in die Hände von wenigen kumuliert.
Auf der internationalen Ebene verwenden die Zentralbankiers die Weltbank und den Internationalen Währungsfonds, um mehr Geld zu verdienen, während sie die Ressourcen der Länder ausnutzen, denen sie etwas leihen, welche sie während dieses Prozesses ruinieren. Die Zentralbank der Zentralbanken ist die von Rothschild geschaffene Bank für den internationalen Zahlungsausgleich. Die Elite positionierte sich so, dass sie praktisch Zugang auf alles hat, um alles, was wir zum Überleben brauchen, zu kontrollieren. Egal, wo Sie auf der Welt hingehen, das Geld wird vom Bankensystem kontrolliert. Die Bank kontrolliert, ob Leute essen oder nicht. Wer ein Milliardär ist und wer mit weniger als einem Dollar pro Tag zu leben hat. Wer das Geld kontrolliert, beherrscht die Welt. Und nur sehr wenige Menschen kontrollieren das Geld. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich meine Weltansicht auf den Kopf gestellt. Ich hatte Schwierigkeiten mit der Erkenntnis, dass das Versagen und Leid von so vielen in Wirklichkeit für wenige, die Elite Zentralbankiers, die die Welt zum Narren gehalten haben, mit der Erlaubnis, Geld schaffen zu dürfen, Erfolg und Erfüllung ist. Sie haben bereits riesige Vermögen, also was ist Ihr Schlussziel? Was sind Ihre wahren Absichten? Ich sah zwingende Beweise und glaubwürdige Experten, die sagten, dass die geheime Agenda des elitären Bankensystems nichts anderes ist als totale Weltherrschaft. Am Anfang wehrte ich mich gegen diese Idee, aber ich wollte unbedingt herausfinden, was uns davon abhält, zu gedeihen, egal wohin es mich führen würde. Eines Nachts wachte ich um 3 Uhr morgens mit der brennenden Frage auf, wenn diese kleine Gruppe die ganze Welt beherrschen will, was würde sie kontrollieren müssen, um dies zu erreichen? Ich sprang aus dem Bett und fing an, eine Liste zu machen. In erster Linie müssten sie Geld kontrollieren. Und sie tun das. Die Kontrolle des Geldes ermöglicht ihnen, alles andere zu steuern. Sie müssten Energie kontrollieren. Und sie tun das. Sie kontrollieren bereits große Landwirtschaften und den Welthandel. Sie kaufen auch die weltweite Wasserversorgung auf. Sie haben die Gesundheit in ihrer Tasche und sie versuchen, natürliche Alternativen zu unterdrücken. Sie müssen kontrollieren, welche Informationen wir erhalten und wie wir darauf reagieren sollen. In Amerika ist das Internet unser größtes Werkzeug für Kommunikation und Basisorganisationen im Moment nicht kontrolliert oder zensiert. Aber der offene Status wird von allen Seiten angegriffen. Regierungen, Unternehmen und die Vereinten Nationen versuchen alle, die Kontrolle zu übernehmen. Für eine vollständige Herrschaft muss der Dissident kontrolliert werden. Sie müssten unsere Rechte wegnehmen, normale Bürger ausspionieren und jeden Aspekt unseres Lebens verfolgen. Als der Tag anbrach, wusste ich, dass eine mächtige Elite schon fast alles vorbereitet hatte, um die Welt zu beherrschen, und hatte die erschreckende Erkenntnis, dass Big Brother nicht nur am Kommen war, er ist schon hier. Wir sind bereits in der Matrix, also wie kommen wir da wieder heraus? Ich erkannte, dass ich, um mir dies vorstellen zu können, entdecken musste, wie ihre herrschende Struktur aussieht und wie sie funktioniert. Eine relativ kleine Gruppe von Familien, insbesondere die Rothschilds, Rockefellers, Morgans und Carnegies, zusammen mit den Harrimans, den Schiffs, den Warburgs, sind seit Generationen führend in der kontrollierenden Elite im Westen. Ich will nicht implizieren, dass jeder Einzelne in diesen Familien sich dessen bewusst ist oder aktiv in der globalen Vorherrschaftsagenda ist. Ich bin jedoch überzeugt, dass die Führer dieser Dynastien die Unternehmens- und Bankeninteressen kontrollieren, welche den finsteren Plan ausführen, der so viele Menschenleben vernichtet. Diejenigen, die heimlich diese Agenda forttreiben, sind unter vielen Namen bekannt. Durchgesickerte Berichte bestätigen, dass sie sich überall auf der Welt hinter verschlossenen Türen treffen, um ihre Agenda zu diskutieren. Dann wie am Schnürchen beginnen sich diese Pläne in den Medien, Finanz-, Unternehmens-, Regierungs- und Militärbereichen zu zeigen. Natürlich ist nicht jeder in dieser Gruppe beteiligt an den Entscheidungsfindungen. Es gibt eine Hierarchie des Wissens und der Teilnahme. Eines der wichtigsten Symbole der Kontrolle der Elite ist das All-Seeing-Eye. Es ist auf dem Dollarschein.
Es ist auf dem amerikanischen Massenüberwachungssystem, das zunächst Total Information Awareness genannt wurde. Es ist auf dem britischen Intelligence Agency M15 und es übersieht sogar den obersten Gerichtshofkomplex in Israel, vollständig gestaltet und finanziert von den Rothschilds. Ich glaube, Sie haben das majestätische Bild der Cheops-Pyramide und Ihren legendären metallischen Schlussstein genommen und pervertierten den Sinn für diejenigen, die an der Spitze stehen, sodass diese alle, die unter ihnen stehen, verfolgen und kontrollieren können. Eine der schmerzhaften Arten, in welche diese Information verwendet wurde, ist von Menschen, die Antisemitismus fördern wollen. Sie nennen dies eine jüdische Agenda und führen Rassismus weiter, welche das Leben von vielen untergräbt und zerstört. Lassen Sie mich klarstellen, dies ist definitiv nicht eine jüdische Agenda. Es ist dokumentiert worden, dass die Zentralbankiers beide Seiten des Zweiten Weltkrieges sowie einige der Unternehmen, die mit Hitlers Gräueltaten gegen die Juden in Verbindung waren, finanzierten. Da diese Menschen mehr Geld haben, als ihre Familien in Generationen brauchen und da sie die Macht haben, Geld zu schaffen, glaube ich nicht, dass Reichtum ihr Endziel ist. Nachdem sie alle materiellen Dinge, die sie sich im Leben vielleicht wünschen könnten, haben, was ist noch übrig, das sie begeistert? Und für viele Menschen ist die Antwort Macht, Weltmacht. Sie wurden zu einer intellektuellen Elite, die zu denken begann, dass sie einen Plan hatte, der besser war als jeder andere Plan. Sie hatten die Idee, dass Freiheit gefährlich sei. Wenn man Leuten Freiheiten gibt, wissen Sie was? Sie werden sie wahrscheinlich nicht so weise nutzen, wie wir denken, sie sollten. Wir sind schlauer, als sie sind, und zu ihrem eigenen Besten sollten wir sie beherrschen. We should rule them. Als ich die Idee einer herrschenden Elite, die die totale Weltherrschaft plante, anfing zu akzeptieren, fing ich an zu hören, wie diese Leute kühner und in der Öffentlichkeit darüber sprachen, nur dass sie es die New World Order nennen. Wenn wir erfolgreich sind, und wir werden es sein, haben wir eine echte Chance in dieser neuen Weltordnung. Es ist eine neue Weltordnung mit deutlich anderen und radikalen neuen Herausforderungen. Eine neue Weltordnung kann geschaffen werden. Es ist eine große Chance. Angesichts des Zustandes unserer Welt kann eine neue Weltordnung wie eine gute Idee klingen, aber ich musste zwischen dem, was ich entdeckt hatte über globale Vorherrschaft, unterscheiden, eine Weltregierung, die von einer kleinen Elitegruppe gesteuert wird, und die Realität der globalen Vernetzung, welches zur Erkenntnis führt, dass wir auf einer fundamentalen und sogar spirituellen Ebene nicht getrennt sind. Wir sind alle miteinander verbunden. Aber die Agenda für die globale Vorherrschaft ist im Grunde genau das Gegenteil. Es ist eine Trennung- und Besiegungsstrategie, um uns alle gegeneinander auszuspielen und zu denken, dass es die Demokraten oder Republikaner, die Liberalen oder Konservativen sind, die das Problem darstellen, wenn beide Parteien letztendlich den gleichen Plan befolgen. Ich glaube, wir steuern auf eine totalitäre Weltautorität zu. Eigentlich eine Militärdiktatur, gesteuert von einer kleinen Elitegruppe, die die ganze Macht hat und alle Regeln macht. Wenn ihr das gelingt, können wir nirgendwo hinrennen, uns nirgendwo verstecken können. Denken Sie darüber nach. Die ganze Idee der Verschwörung ist so lächerlich gemacht worden, dass es sozial schwierig ist, es so zu betrachten. Und es gibt immer eine vernünftig klingende Geschichte, um einen Vorfall zu erklären. Ich selbst versuchte es zu rechtfertigen, wenn die gleichen Leute am Ende immer mehr Geld und Kontrolle besaßen, wenn ich dachte, dass sie die Situation nur ausnutzten, aber nie, dass sie diese Situation tatsächlich verursacht hatten. Aber nach fast einem Jahrzehnt, in dem ich die Belange und Beweise zusammenstellte, bin ich überzeugt, dass es kein Zufall ist und dass ein paar sehr mächtige Banken, Elitefamilien und ihre politischen und unternehmerischen Partner eine Agenda haben, um den Rest von uns zu dominieren und zu kontrollieren. Sobald ich die Realität und das Ausmaß der Agenda erfasste, musste ich wirklich nachdenken, wie viel ich wirklich davon wissen wollte. Sollte ich mich auf das Schlimmste, wozu Menschen fähig sind, konzentrieren? Ich entschied, dass es wert war, herauszufinden, wer diese Menschen sind und wie ihre Organisationen betrieben werden, weil auf der anderen Seite von Wut und Traurigkeit Klarheit und Kraft sind. Die Kraft, die wir haben, unsere Bemühungen effektiv zu konzentrieren, da wir nun verstehen, was wirklich vor sich geht. The greatest
prison that people live in. Das größte Gefängnis, in dem Menschen leben, ist die Angst vor dem, was andere Leute über sie denken. Was wird mir als Resultat all der Verhöhnung, der ich mich aussetzen musste, passieren? Das Resultat war, dass ich mich nicht mehr darum kümmerte, was andere Leute von mir dachten. Erst dann erkennt man, in welchem Gefängnis man früher lebte. Und es gab mir ein persönliches Verständnis dafür, wie einfach es für ein paar Leute ist, so viele zu kontrollieren. Alles, was sie tun müssen, ist, die Norm der Gesellschaft zu bestimmen, was als richtig und falsch angesehen wird. Moralisch und unmoralisch, gut und böse, gesund und wahnsinnig, möglich und unmöglich. Und sie bauen, was ich eine stressfreie Zone nenne. Wenn sie ihr Leben in dieser Zone der Wahrnehmung leben und damit, was sie glauben, sagen und denken, dann werden Leute sie in Ruhe lassen, weil sie als normal eingestuft werden. Sobald sie aus dieser Zone hinaustreten und ihre Einzigartigkeit zum Ausdruck bringen, haben die Illuminati eine ganze menschliche Bevölkerung von Gefängniswärtern erstellt, die diejenigen angreifen, die aus der normalen Zone heraustreten. Es wird interessant, wenn man an den Rand dieser stressfreien Zone tritt mit dem, was man sagt und denkt. Sie denken nicht, was wird der Leiter der Weltbank denken, wenn ich das tue? Was wird er sagen? Nein, wir sagen, was wird meine Mutter denken? Oder die Jungs am Stammtisch? Oder die Menschen bei der Arbeit? Was würden sie sagen? Indem sie die Norm etabliert haben, haben die Illuminati eine absolute Armee von Leuten erstellt, die diese Normen auf andere auferlegen. Ihre große Strategie zur globalen Dominanz wird bereits umgesetzt. Sie zerstückeln die Welt in sogenannte Superstaaten, die nationalen Grenzen überschreiten, sodass wir einfacher für sie zu verwalten sind. Sie haben bereits die Europäische Union und die Afrikanische Union gegründet. Politiker aus den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko unter dem Titel des Security and Prosperity Partnerships haben an dem nördlichen Teil gearbeitet, was die Planung für eine Art von amerikanischer Union darstellt. Dies geht schon seit Jahren ohne die Zustimmung von Bürgern oder dem Kongress vor. Eine Pacific Union ist bereits in Arbeit. Dies ist ein Organigramm für globale Tyrannei, die Struktur für die vollständige Kontrolle. Hier sprechen zwei der mächtigsten Männer in Europa über die Umstellung auf eine einzige Weltregierung. It is extremely important. Es ist äußerst wichtig, dass wir in diesem neuen Bereich der globalen Regierung, besonders auf beiden Seiten des Atlantiks, die gleichen Regeln auf gleiche Weise umsetzen. The implementation of the same rules in the same fashion. 2009 ist auch das erste Jahr der globalen Regierung aufgrund der Gründung des G20 in der Mitte der Finanzkrise. Auf internationaler Ebene hat die Zentralbankenelite riesige Organisationen eingerichtet, um ihre Politik zu implementieren, inklusive der World Trade Organization, der Weltgesundheitsorganisation, der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds. John Perkins ist ein Mann, der aus jahrzehntelanger eigener Erfahrung als sogenannter Economic Hitman weiß, wie die Absprachen von Banken, Unternehmen und Regierungen Länder auf der ganzen Welt übernommen haben. Wir haben viele Techniken benutzt, aber die häufigste ist wahrscheinlich, dass wir in ein Land gehen, das Ressourcen besitzt, die unser Unternehmen begehrt, wie Öl. Wir arrangieren dann ein großes Darlehen von einer Organisation wie der Weltbank oder einer ihrer Unterorganisationen an das Land. Aber das meiste Geld geht an US-Konzerne, nicht an das Land selbst. Konzerne wie Bechtel und Halliburton, General Motors, General Electric bauen dann riesige Infrastrukturprojekte in diesem Land. Kraftwerke, Autobahnen, Häfen, Gewerbeparks, Dinge, die nur den Reichen dienen und sehr selten die Armen erreichen. In der Tat leiden die Armen darunter, weil diese Kredite riesig sind und zurückgezahlt werden müssen. Die Rückzahlung dieser Kredite bedeutet oft, dass die Armen keine Bildung, Gesundheit oder andere soziale Dienste erhalten. Und dem Land bleibt am Ende ein riesiger Schuldenberg, was von Anfang an so geplant war. Wir, die ökonomischen Hitmen, gehen dann zu diesem Land zurück und sagen, Sie schulden uns eine Menge Geld. Sie können diese Schulden nicht zurückzahlen, daher geben Sie uns nun ein Pfund Fleisch. Sobald einer dieser anti-amerikanischen Präsidenten gewählt wird, besucht ihn einer von uns und sagt, hey, herzlichen Glückwunsch, Herr Präsident. Nun, da Sie Präsident sind, will ich Ihnen nur sagen, dass ich Sie und Ihre Familie sehr, sehr reich machen kann. In dieser Tasche habe ich mehrere hundert Millionen Dollar für Sie.
wenn sie das Spiel nach unseren Regeln spielen. Falls sie sich dagegen entscheiden, habe ich in dieser Tasche eine Pistole mit einer Kugel, die ihren Namen drauf hat. Falls sie sich entscheiden sollten, ihr Wahlversprechen zu halten und uns rauszuschmeißen. Verkaufen Sie unseren Ölgesellschaften Ihr Öl sehr billig oder stimmen Sie bei der nächsten UN-Abstimmung mit uns oder senden Sie Truppen zu unserer Unterstützung an einen Ort wie Irak. Auf diese Weise haben wir ein weltweites Imperium geschaffen, in dem nur sehr wenige Menschen wirklich wissen, dass wir dies getan haben. Wie viele Menschen dachte ich, dass eine Verschwörung für die globale Vorherrschaft nicht wirklich funktionieren kann, weil im Grunde genommen Menschen einfach nicht so kompetent sind. Ich dachte, dass es unmöglich wäre, so etwas durchzuziehen mit dem notwendigen Maß an Kontrolle und Geheimhaltung. Eine der falschen Hoffnungen war, dass all dies geschieht, weil die Regierung unfähig ist. Dies ist ein riesiger Irrtum und Leute wissen es wirklich nicht. Natürlich ist dies eine gute Tarnung für die Tatsache, dass das System wirklich weiß, wohin es geht. Und es geht, wohin es will, und es ist erfolgreich damit. Dennoch fragte ich mich, wie es sein könnte, dass etwas so groß und korrupt geheim gehalten werden konnte. Die Struktur ist einfach. Wenn sie nicht so einfach wäre, würde sie nicht funktionieren. Sie kann mit einer zergliederten Pyramide verglichen werden. Betrachtet man jede heutige Organisation, egal ob es ein transnationales Unternehmen, eine Universität, eine Regierung oder eine geheime Gesellschaft ist, sieht man, dass alle wie eine Pyramide aufgebaut sind. Und wie man beim CIA und anderen Geheimdiensten sagt, haben alle dieses Need-to-Know-System. Leute erfahren nur das, was sie unbedingt wissen müssen, um ihren Beitrag zu leisten und nicht mehr. Also nehmen Sie nun einmal eine Bank, eine einzelne Bank, nicht, dass es so etwas überhaupt gäbe. Die unterste Ebene besteht aus Leuten, die Sie zu sehen bekommen, wenn Sie einen Scheck über den Schalter in einer Bank geben. Angestellte wissen nicht, was der Bankmanager im Hintergrund weiß und diskutiert. Diese Leute wissen nur genug, um ihren Job zu tun. Der Bankmanager ist im Büro hinter ihnen. Er oder sie weiß nicht, was auf der nächsten Ebene passiert. Und diese wissen nicht, was wiederum auf der nächsten Ebene geschieht. Schließlich haben sie nur wenige Menschen an der Spitze der Pyramide dieser Bankstruktur. Diese Leute sind die einzigen, die die wirkliche Agenda der Bank kennen, welche Ziele sie hat und warum. Diese Art der Abschottung erklärt, wie das Manhattan-Projekt, welches die Atombombe im Zweiten Weltkrieg entwickelte, geheim gehalten wurde, obwohl 130.000 Menschen daran arbeiteten. Als ich das erste Mal das Ausmaß und die Absichten der Agenda auf mich wirken ließ, fühlte ich mich, als ob ich für etwa 2 Wochen die Grippe hatte. Aber dann dämmerte es mir, dass dies ein gut geplanter, gut organisierter Versuch war, das menschliche Potenzial zu vernichten. Aber trotzdem scheint unsere Brillanz immer noch durch. Obwohl wir systematisch abgelenkt und unterdrückt werden, haben Menschen innovative, ausgeklügelte Lösungen für eine Vielzahl von Problemen gefunden, vor denen wir stehen. Es ist nicht unsere Schuld, dass wir nicht erkannten, wie organisiert und vorsätzlich dieses Schema ist. Es ist unsere Herausforderung. It's our challenge. Ich betrachtete die Art von Welt, die die kontrollierende Elite uns bereits gegeben hat, und ich musste fragen, wie würde die Welt sein, wenn sie absolute und komplette Herrschaft über jeden, überall hätten? In dieser neuen Weltordnung würde dann eine kleine Anzahl von Menschen die totale Kontrolle über das Leben der Menschen durch ein System von intrusiver Überwachung, gewaltsamer Unterdrückung anderer Meinungen und Schuldknechtschaft ausüben. Stellen Sie sich kleine Inseln der Opulenz vor, die mit einem Meer von Elend umgeben sind, in der es die Mission des Militärs ist, die Besitzenden vor den Besitzlosen zu schützen. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass deren Ziel wirklich bedrohlich ist und dass sie vor nichts zurückschrecken, um diesen Plan umzusetzen. So schwierig zu akzeptieren es für Amerikaner auch sein mag, ich bin jetzt überzeugt, dass die Agenda der globalen Elite die Zerstörung der finanziellen Stärke und Souveränität der Vereinigten Staaten beinhaltet. Mit seiner Geschichte der freien Rede und des bewaffneten Aufstands stellt Amerika die größte Hürde für die globale Konsolidierung der Macht dar. Falls es gelingen würde, dieses Land untergehen zu lassen, glaube ich, dass die internationale Elite plant, die Macht und Produktivität der Amerikaner auf die eine Weltdiktatur zu übertragen und dabei Schritt für Schritt unser Leben zu übernehmen, was David Icke als totalitären Tiptoe bezeichnet.
Denken Sie daran, Sie haben uns so tief in Schulden gebracht, dass wir das nie zurückzahlen können. Sie lassen den Dollar stürzen und versuchen, ihn mit einer globalen IWF-Währung zu ersetzen. Dieser Druck auf eine globale bargeldlose elektronische Währung würde es einer zentralen Behörde ermöglichen, alle Einzelpersonen oder Gruppen unmittelbar finanziell zu deaktivieren. Zum ersten Mal in der Geschichte wurden, unter dem Vorwand, den Klimawandel zu bekämpfen, internationale Steuern vorgeschlagen. Der Vertrag, der bei der Klimakonferenz in Kopenhagen im Jahre 2009 vorgestellt wurde, appellierte wie ein trojanisches Pferd an unsere Sorge um die Umwelt, während es von der Tatsache ablenkte, dass diese beispiellose Kohlendioxidsteuer an die Weltbank gezahlt und durch eine globale Polizei durchgesetzt würde. Es gibt Möglichkeiten, die offensichtliche Notwendigkeit, die Verschmutzung zu mindern, ohne eine Steuergrundlage für Tyrannei zu schaffen. Sie wollen die Gesellschaft auf eine Weise ändern. Sie wissen, wenn Sie es offen tun, werden Sie eine unerwünschte Reaktion erhalten. Also tun Sie es nicht offen. Sie spielen Problem, Reaktion, Lösung. Stufe 1. Sie kreieren ein Problem. Es könnte eine Bombe eines Terroristen sein. Es könnte 9/11 sein. Es könnte ein Wechsel einer Währung sein. Es könnte ein Börsencrash sein. Eine Regierung könnte zusammenbrechen. Sie erzählen den Leuten ihre Version davon, wer A verantwortlich ist und B warum. An dieser Stelle würde Problem, Reaktion und Lösung nicht funktionieren, wenn wir Medien hätten, die in irgendeiner Weise noch etwas mit Journalismus zu tun hätten. Stattdessen sind die Mainstream-Medien ein PR-Büro für die offizielle Version der Ereignisse. Es stellt sich heraus, dass Präsident George W. Bush recht hatte, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen versteckte. Die praktisch einzige Möglichkeit oder Informationsquelle, die die Öffentlichkeit über dieses Ereignis hatte, waren die Mainstream-Medien. Was sie auf der zweiten Stufe des Problems, Reaktion, Lösung erwarten, ist die Reaktion von Empörung, von großer, großer Angst. Sie wollen, dass die Öffentlichkeit der Regierung sagt, dass etwas getan werden muss. Dies kann nicht so weitergehen. Was wird dagegen getan? Dies ermöglicht die dritte Stufe, in der diejenigen, die das Problem kreiert haben, die Reaktion der Öffentlichkeit mit einer falschen Geschichte polieren, um dann öffentlich eine Lösung für ein Problem anzubieten, das sie selbst geschaffen haben. Die Idee, dass Tragödie verwendet wird, ob hergestellt oder einfach benutzt, war für mich sehr bedeutsam, um endlich zu verstehen, wie weit diese Leute gehen, um ihre Ziele zu erreichen. Es ist eine dokumentierte Tatsache, dass wir in den Vietnamkrieg unter Vorspiegelung falscher Tatsachen eintraten. Der ehemalige US-Verteidigungsminister Robert McNamara hat zugegeben, dass der Angriff auf ein Schiff im Golf von Tonkin nicht tatsächlich stattfand. Unsere Meinung, dass wir an diesem Tag angegriffen wurden, war falsch. Es ist nicht geschehen. In jüngerer Zeit verwendete der ehemalige Präsident Bush die nicht existierenden Massenvernichtungswaffen als Vorwand für den Einmarsch im Irak. Taktiken wie diese werden manchmal als False Flag Operationen bezeichnet. Eine wachsende Anzahl von Menschen glauben, dass 9/11 eine False-Flag-Operation der globalen Elite war, um die Voraussetzungen für die Übernahme des Öls im Nahen Osten und den Abbau des US-Verfassungsschutzes aufzubauen. There are lives in the balance. There are people under fire. There are children at the cannon. There is blood on the wire. There is blood on the wire. There is blood on the wire. There is. Fast alles, was für einen Polizeistaat nötig ist, ist eigentlich schon vorhanden. In diesem Moment kann jeder von uns in Amerika ohne Vorwarnung oder rechtfertigendem Grund eingesperrt werden und wir können auf legale Weise entführt, gefoltert und ermordet werden, falls die Regierung entscheiden sollte, dass was wir tun eine Bedrohung ihres Plans ist. Sie müssen uns nur als Verdächtigen in ihrem sogenannten Krieg gegen den Terror bezeichnen. Wir werden mehr und mehr beobachtet. Im Jahre 2010 haben uns in den USA allein 30 Millionen Überwachungskameras aufgezeichnet. Wenn wir demonstrieren wollen, sind wir nun zu euphemistisch freie Meinungsäußerungszonen genannten Zonenverband für freie Meinungsäußerung? Jedes Telefonat und jede E-Mail, die wir schicken, wird gesammelt und archiviert und kann jederzeit eingesehen werden. Unsere Führerscheine und Pässe haben einen Computerchip implantiert, damit jede unserer Bewegung verfolgt werden kann. Nun werden Krankenhauspatienten die gleichen Chips unter die Haut implantiert.
In der Tat waren es Procter & Gamble, die diese Chips entwickelten, zunächst um ihre Produkte verfolgen zu können. Es wird immer als hilfreich angeboten, aber sogar der Assistant Director of Central Intelligence hat zugegeben, dass es ein Einstiegspunkt ist, um alle von uns mit einem Chip zu versehen, um uns besser verfolgen und kontrollieren zu können. Diese Möchtegern-Kontrolliere haben durch den US Space Command einen Plan namens Full Spectrum Dominance vorgestellt. Hochentwickelte Satellitenüberwachung sowie Direct Energy und Laserwaffen, die bereits entwickelt sind, haben die Möglichkeit, auf Dissidenten überall auf der Erde zu zielen. Ich glaube, dass sie versuchen sicherzustellen, dass sie effektiv mit jedem Widerstand umgehen können. FEMA Containment Camps und Eisenbahnwaggons mit Fesseln wurden kürzlich überall in den Vereinigten Staaten gebaut oder renoviert für den Einsatz in dem, was Beamte als Zeiten der Pandemie oder Unruhen bezeichnen. Es gibt noch eine brutale Erkenntnis über die globale Dominationsagenda, die ich Ihnen mitteilen muss. Es war für mich furchtbar, diese zu erkennen, aber ohne sie wäre meine Untersuchung nicht vollständig und unsere Lösungsstrategien würden unzureichend informiert sein. In meinen Recherchen stieß ich auf überzeugende Beweise, dass ihr Plan die Beseitigung der Mehrheit der Weltbevölkerung umfasst. So krank wie es sich anhört, es ergibt Sinn, dass sie in ihrem Streben nach absoluter Kontrolle in einer besseren Position wären, wenn es weniger von uns gäbe, die sie verwalten müssten. Jedes Mal dachte ich, die würden so etwas nicht machen, aber ich habe festgestellt, dass ich falsch lag. Ich fand erschreckende Dokumentation, dass Eugenik eine der zentralen Säulen ihres Plans ist. Eugenik ist die Praxis, wo wenige Leute entscheiden, wer würdig ist, sich fortzupflanzen und wer nicht. Sterilisation ist eine der vielen heimtückischen Wege, wie dieser heimliche Plan umgesetzt wird. Im Jahre 1904 finanzierten die Carnegies das erste Eugeniklabor in Cold Spring Harbor, Long Island. Die Rockefellers finanzierten die Zwangssterilisierung von Menschen mit farbiger Haut durch das Eugenikprogramm und finanzierten das Kaiser-Wilhelm-Institut in Deutschland für die rassische Überlegenheitsagenda, die später von Hitler übernommen wurde. Im Jahre 2007 finanzierte das US Department of Agriculture and Homeland Security ein vorgeschlagenes Projekt, das über 7 Millionen Menschen in städtischen Gebieten von Nordkalifornien Luft gesprüht hätte. Nachdem sich Bürger gegen diesen Plan organisiert hatten, waren die Beamten gezwungen, offenzulegen, dass in dem Spray Giftstoffe, die Krankheiten verursachen und den Fortpflanzungszyklus stören können, enthalten waren. Glücklicherweise hielt der zivile Widerstand das Projekt auf. Die US-Regierung ist über 30 Mal dabei erwischt worden, heimlich Experimente mit giftigen Chemikalien an ihren eigenen Bürgern, Soldaten, Gefangenen und Indianerreservaten, ganzen Städten und Landkreisen auszuprobieren. Verdeckte Massensterilisierung von Frauen und Mädchen in der Regel mit Hilfe geheimer Zusätze zu Impfstoffen wurden in Brasilien, Puerto Rico, Nicaragua, Mexiko und den Philippinen aufgedeckt. Diese waren unter der Schirmherrschaft von Programmen wie John D. Rockefeller's Population Council, das US Department of Health, Education and Welfare, wo Nelson Rockefeller Undersecretary war, und die von Rockefeller gegründete World Health Organization. Novartis und Syngenta in Zusammenarbeit mit dem US Department of Agriculture und dem Department of Defense haben eine Spermizidalbelastung von GVO-Mais, welche männliche Konsumenten unfruchtbar macht, in der Praxis getestet. Dies wurde leise angekündigt als einen Beitrag zum Weltüberbevölkerungsproblem. Die Liste geht weiter und weiter. Im Moment ist die globale menschliche Fruchtbarkeit am Abnehmen. Ich bin überzeugt, dass dies kein Zufall ist. Für mich war es wichtig, dies zu berücksichtigen und die direkte Entvölkerungsagenda zu erforschen, um das ganze Schema zu verstehen und Antworten für die Aufgaben, die wir bewältigen müssen, zu bekommen. Ich weiß, dass es vielleicht verrückt klingt, aber stellen Sie sich vor, dass es das Jahr 1932 in Deutschland ist. Wenn ich Ihnen dann gesagt hätte, dass in den nächsten 10 Jahren Millionen von Menschen ausgerottet werden würden, hätten Sie gesagt, unmöglich.
Das ist, wie Entvölkerung heute aussieht. Ich bin überzeugt, dass ich in diesem Fall nicht übertreibe. Könnte ich falsch liegen? Vielleicht, aber was, falls nicht? Wir sind an einem kritischen Punkt in der menschlichen Evolution. Ein Weg führt in Richtung Tyrannei und mögliche Selbstzerstörung. Der andere Weg würde uns zu einer friedlichen und gesunden Zivilisation basierend auf der Aufrechterhaltung der Rechte und Freiheiten eines jeden Menschen auf diesem Planeten führen. Um diese neue Richtung einzuschlagen, liegt es an Ihnen und mir, diesen Weg zu räumen. Die Zeit ist gekommen, um genug zu sagen. Es geht auch anders. Ich glaube, dass wir gemeinsam das Wissen, die Mittel und die Lösungen haben, um dieser Herausforderung gerecht zu werden. Ich sehe diesen Prozess als nichts weniger als ein Kampf um die Seele der Menschheit an. Es beginnt mit einer Verschiebung in der Weltansicht, der Beantwortung der Frage, wer sind wir wirklich? Was ist die menschliche Natur? Sind wir Menschen, so wie die Elite es uns glauben lässt, dumme, gierige Kreaturen, die, wenn uns selbst überlassen, in Gewalt und Chaos übergehen würden und dann für unseren eigenen Schutz von einer selbsternannten Elite beherrscht werden muss? Oder sind wir von Natur aus fürsorglich und kreativ? Ich glaube, wenn Menschen gesund sind und alles, was sie zum Überleben brauchen, haben, können wir eine Welt erschaffen, die auf Integrität, Freiheit und Mitgefühl basiert. Eine Welt, in der jeder gedeihen könnte. Welche dieser beiden Ansichten wird unsere Zukunft gestalten? Das ist jetzt unsere Wahl. Die Agenda der herrschenden Elite ist ein Produkt einer destruktiven Weltansicht, basierend auf ihrer Überzeugung, dass wir nicht genug für alle haben, dass manche Leute es mehr verdienen als andere und dass ihre persönliche Sicherheit davon abhängt, absolute Kontrolle über den Rest von uns aufrechtzuerhalten. Kurz gesagt, ihre Weltansicht basiert auf Mangel und Angst. Aber so mächtig sie auch sind, können die Architekten der neuen Weltordnung diese schrecklichen Visionen nicht ohne unsere Kollision erschaffen. Um sie zu stoppen, um ihre Agenda als veraltet zu erklären, müssen wir aufwachen, wir müssen Maßnahmen ergreifen. Dies ist wie der letzte Versuch einer bestimmten Phase der Zivilisation. Es ist wirklich der letzte Atemzug und ich benutze oft die Metapher von der Raupe, die zum Schmetterling wird, weil die Raupe ihren Weg durch das Ökosystem frisst. Sie ist sehr destruktiv, ist das 300-fache ihres Gewichtes an einem Tag, bis sie so aufgebläht ist, dass sie sich zum Schlafen aufhängt und ihre Haut verwandelt sich in eine gehärtete Puppe. Dann bekommt sie in ihrem Körper diese imaginalen Zellen, Biologen nennen sie tatsächlich so, die den Raupenkörper bilden. Und der Raupenkörper wird dann zu einer nahrhaften Suppe für die Zellen. Aber das Wichtige bei dieser Metapher ist, dass das Alte und das Neue noch eine Weile nebeneinander existieren und es die Aufgabe der Raupe ist, das Leben zu bewahren. Es ist eine verzweifelte US-Regierung, die wir im Moment haben, die versucht, das Öl im Nahen Osten zu kontrollieren und die Kernenergie und all diese Dinge fördern will. Sie weiß es besser, aber sie muss die Rolle des Selbstschutzes spielen. Das ist ihr Job. Wenn sie Schmetterlinge lieben, dann treten sie auch nicht auf Raupen. Wir können sie nicht hassen, es würde uns nicht gut tun. Aber wenn sie alternative Energien wollen, dann fragen sie auch nicht diejenigen, die die Ölwirtschaft verwalten, dies für sie zu produzieren. Wir müssen sie produzieren. Wir haben imaginale Zellen, um zu zeigen, dass es billiger, effizienter und effektiver ist. Unsere Aufgabe ist es, diese neue Welt zu bauen. Wenn wir die Vision und eine Weltansicht hätten, in der wir sagen, dass diese Krise wie eine Geburt ist, jeder gebraucht wird und jeder mehr von dem haben wird, was er wirklich will, könnten sie diese verzweifelte Welt in eine Renaissance der menschlichen Kreativität und Liebe verwandeln. Es scheint, dass die kontrollierende Elite alle Karten hat, aber wir haben unsere eigenen Vorteile.
Lassen Sie uns zunächst über Zahlen sprechen. Sehr wenige Menschen üben bewusst die Herrschaftsagenda aus. Die meisten derjenigen, die helfen, diesen Plan umzusetzen, verstehen das vollständige System an dem, was sie teilnehmen, nicht. Nach meinen Berechnungen übertreffen wir zahlenmäßig die tatsächlichen Architekten des Plans im Verhältnis von 1 zu 1 Million in den USA allein. Nach Schätzungen des Unternehmers und Umweltschützers Paul Hawken gibt es inzwischen weit über 1 Million Unternehmen auf der Welt, die ihre Arbeit auf soziale und ökologische Gerechtigkeit konzentrieren, welches die größte soziale Bewegung in der Geschichte der Menschheit darstellt. Diese Bewegung, wenn elektronisch verbunden, könnte ein Netzwerk von Netzwerken sein, welches die mächtigste Aktivistenkraft für Wandel sein wird. Wenn Sie die Menschen ansehen, die an der Wiederherstellung dieser Erde beteiligt sind, die den Schaden stoppen wollen, die Widerstand gegen die Verwüstung leisten, die Wandel pflegen, die eine andere Vorstellung darüber haben, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, und dann nicht optimistisch sind, dann möchten sie vielleicht ihr Herz überprüfen. Denn es gibt eine außergewöhnliche, schöne, herrliche, wilde Gruppe von Menschen in dieser Welt, die dies verwirklichen wollen. Der zweite wichtige Vorteil für uns ist, dass alle Machtzentren, die die Elitekontrolle benötigt, unsere Beteiligung benötigt. Wenn genügend Menschen deren Unterstützung zurücknehmen, kann ihr Plan nicht funktionieren. Dies gilt auch für die Zentralbanken, das Militär, die Massenmedien, die Regierung und vieles mehr. Und den Beispielen von Mahatma Gandhi und Martin Luther King Jr. folgend haben wir die Macht der gewaltfreien Nichtteilnahme. Es erfordert eine enorme Energie, Ressourcen und Täuschung, um zu versuchen, das Leben eines anderen zu dominieren. Andererseits, um sich in Richtung Freiheit zu bewegen, haben wir die evolutionäre Lebenskraft und das, was Gandhi Satyagraha nannte, die einfache Macht der Wahrheit auf unserer Seite. In Indien haben wir Tausende von Dörfern, die jetzt Freiheitszonen sind. Daher werden wir Patentierung nicht akzeptieren. Wir werden nicht damit zusammenarbeiten, genauso wie Gandhi nicht mit Salzgesetzen zusammenarbeitete. Wir werden es nicht zulassen, dass Chemikalien und gentechnisch veränderte Pflanzen in unser Ökosystem aufgenommen werden, weil diese die biologische Vielfalt bedrohen. Diese Freiheitsbewegung, die eine Freiheitsbewegung für alle Lebewesen und nicht nur für den einzelnen Menschen darstellt, wächst so schnell und ist in der Bewegung von GVO-freien Zonen in Europa reflektiert. Im Handumdrehen entstanden noch 1000 mehr GVO-freie Zonen, 90% von Italien, 90% von Österreich. Die Freiheitszonen rund um Samen, um Nahrung zu schaffen, schaffen massive Veränderungen. In Bolivien ist eine Basisbewegung auf die Straße gegangen, unerbittlich auf Kochtöpfe schlagend, und am Ende stoppte sie, dass ausländische Firmen ihre Wasserressourcen übernahmen. Obwohl nur sehr wenig von den Medienkonzernen gezeigt wird, gibt es jeden Tag unzählige Erfolgsgeschichten auf der ganzen Welt. Ich war nicht bereit, diesen Film zu machen, bis ich wusste, dass es Antworten gab, die ein Gegenstück für diese Krise darstellen. Und nun ermöglicht uns die Macht des Internets, die Breite und Tiefe dieser Forschung zu teilen. Wir haben Jahre damit verbracht, diese Webseite zu schaffen. ThriveMovement.com, die das alles zusammenbringt und die Informationen und was wir dagegen tun können, für jeden zugänglich macht. Hier haben Sie Ihr ganz eigenes Navigationsmodul. Um tiefer in die Hauptthemen, die im Film angesprochen wurden, einzutauchen. Code, Problem und Lösungen. Sie können Strategien und Taktiken studieren und mit anderen in Verbindung treten, um High-Leverage-Maßnahmen zu ergreifen. Jede Tatsache, die in diesem Film gezeigt wurde, wurde unabhängig überprüft, und der Verweis ist auf unserer Webseite. Der Sektionsnavigator unterstützt das Gesamtheitsdenken, das erkennt, dass Aktionen in einem Bereich Auswirkungen auf andere Bereiche haben. Das Zentrum des Navigators ist Weltansicht, weil es bestimmt, wie wir alles, was um uns herum geschieht, erleben.
In jedem Sektor werden Sie kritische Aspekte finden, Ressourcen, Gruppenstrategien und individuelle Aktionen, um friedlich und produktiv einen Effekt der wirklichen Veränderung zu erwirken. Unser Ressourcenbaum verbindet Sie mit den Menschen, Organisationen und Medien, die wir am meisten empfehlen, um Ihnen zu helfen, sich mehr zu informieren und zu engagieren. Es war ermutigend festzustellen, dass wenn wir alle zusammenarbeiten, eine minimale Anzahl von Aktionen das Zünglein an der Waage sein kann. Es ist nicht endlos. Wenn wir uns die Gesamtheit ansehen, erkennen wir, was jeder von uns tun kann, um dies zu erreichen. Werfen wir nun einen Blick auf die strategischen Gegenmittel, die wir gegen die wirtschaftliche Dominanz nutzen können. Wir müssen weitere Rettungsaktionen für Banken und Unternehmen stoppen. Demontieren der Federal Reserve, die Unterstützung von Zentralbankagenturen wie die IWF und der Weltbank zurückziehen, die Entwicklung alternativer Währungen und unabhängiger Banken zulassen, internationale Steuern verweigern. Mein Schwerpunkt liegt auf Lösungen in den USA, weil ich das am besten kenne. Aber ebenso wie die missliche Lage global ist, so sind die Prinzipien, auf denen diese Strategielösungen beruhen, global. Hier sind ein paar taktische Aktionen, die nicht viel Zeit oder Geld in Anspruch nehmen, die wir als Einzelpersonen tun können, um jetzt einen Unterschied zu machen. Informieren Sie sich, sprechen Sie darüber und setzen Sie sich mit anderen in Verbindung. Benutzen Sie eine örtliche Bank. Wenn wir unser Geld von den großen zentralisierten Banken in die sich in der Nähe befindenden Banken und Kreditgenossenschaften umbuchen, entziehen wir die Finanzierung des Problems und finanzieren die Lösung in einem Zug. Seien Sie verantwortlich beim Kaufen und Investieren. Jeder Dollar, den Sie ausgeben, sendet eine Nachricht. Treten Sie einer Koalition bei, damit das Internet fair und offen gehalten wird. Lassen Sie niemanden darüber Kontrolle haben. Unterstützen Sie unabhängige Medien. Holen Sie sich Informationen aus verschiedenen Quellen und denken Sie darüber nach, wer die Nachrichten, die Sie bekommen, finanziert. Unterstützen Sie organischen, nicht GVO-Anbau. Treten Sie Bewegungen bei, die für ehrliche Wahlen kämpfen, einschließlich nachvollziehbarer Stimmzettel und einer Reform der Wahlkampffinanzierung. Der Kongress kann nur dann zur Rechenschaft gezogen werden, wenn Unternehmen die Finanzierung stoppen. Befürworten Sie erneuerbare und neue Energietechnologien. Bringen Sie das Gespräch über freie Energie ins Laufen. Dies wird die Machtdynamik unseres Planeten schneller ändern als alles andere in der aufgezeichneten Geschichte. Melden Sie sich für kritische Massenaktionen an. Das ist eine Strategie, unsere Macht zu nutzen, bis sich schließlich eine große Anzahl von uns bereit erklärt, an einer Aktion teilzunehmen. Stellen Sie sich vor, 1 Million von uns würden im Einklang handeln. Dann stellen Sie sich sogar mehr Menschen vor. Ich war von den vielen fundierten Lösungen und Real-Life-Problemlösern, die es gibt, inspiriert. Aquila Sherrills ist eine Person, dessen Arbeit mich besonders berührt hat. Er half, einen Bandenwaffenstillstand zwischen den Crips und Bloods zu verhandeln. Eines der Dinge, die wir während des Prozesses, Frieden in der Nachbarschaft zu bilden, entdeckten, war, dass Konflikt gesund ist. Es ist der ungelöste Konflikt, der zur Gewalt führt. Als wir unseren Friedensvertrag hatten, konnten wir im ersten Jahr große Erfolge verbuchen. Aufgrund unseres Tuns sanken Banden, Tötungsdelikte in der Nachbarschaft um 44%. Aquila beschreibt, was passierte, wenn zwei rivalisierende Gangführer sich schließlich nach dem Waffenstillstand trafen. Als ein Mann auf den anderen zukam, sagte er: Mann, ich weiß, dass du wahrscheinlich nicht gut auf mich zu sprechen bist. Vielleicht bin ich auch nicht gut auf dich zu sprechen, aber wegen dieses Waffenstillstands bin ich bereit, all dies in der Vergangenheit zu lassen. Und er streckte seine Hand aus, er umarmte ihn. Er sagte, dass er seine Augen geschlossen hatte, weil er darauf vorbereitet war, ein scharfes Messer im Rücken zu finden. Er wartete für eine Kugel, die ihm in den Bauch geschossen würde. Aber, sagte er, nach einigen Augenblicken in der Umarmung hatte er erkannt, dass es echt war. Ich glaube, ein klares Bild von unserem Potenzial ist ebenso wichtig, als zu entdecken, was in unserem Weg steht. Deshalb möchte ich Sie zu einer möglichen Welt der Zukunft führen. Es ist eine Welt, die, was die Elite Sie glauben lassen möchte, ein unmöglicher Wunschtraum ist.
Aber ich bin überzeugt, dass es eine Welt ist, die in unserer greifbaren Nähe ist. Wir können eine Welt erstellen, in der Menschen gedeihen können, wo wir uns sicher fühlen können, wo die Luft, Wasser und Nahrung sauber ist. Eine Welt, in der Gemeinden fähig sind, ihre eigene Energie und Nahrung zu produzieren und Handel ist offen und fair. Anstelle sich auf Strafen zu konzentrieren, stellt die Justiz Leben und Verluste wieder her. Versicherungen bezahlen Ärzte, um Leute gesund zu erhalten. Bildung ist freiwillig und dient den Bedürfnissen der Einzelnen statt der Konzerne. Wir erhalten ehrliches Feedback von unabhängigen Medien. Es gibt keine Subventionen und keine Rettungsaktionen. Stellen Sie sich vor, wie mit einem ehrlichen Geldsystem, wenigen oder gar keinen Steuern und geringen Strom- und Heizungskosten es Ihnen möglich wäre, Ihr Haus und Auto abzubezahlen. Es wäre möglich, zu sparen und zu investieren. Sie würden mehr Wohlstand, Freiheit und Sicherheit genießen. All dies, während Sie gleich viel oder wahrscheinlich weniger arbeiten. Let's say I started a mutual fund for my neighborhood. Angenommen, dass ich einen Investmentfonds für meine Nachbarschaft anlegte und alle Nachbarn hatten einen Anteil. Okay, und damit haben sie die Umwelt gerettet und ihr Anteil wurde mehr wert. Anstatt immer finanziell gestresst zu sein, verdienen sie Geld. Sie verdienen Geld mit Dingen, die ihre Kinder sicherer macht und verhindert, dass der Planet stirbt, sodass sie eigentlich sich selbst verwöhnen können. Anstatt die ganze Woche Geld zu verdienen und dann heimzukommen und versuchen, am Wochenende den Planeten zu retten, können sie jetzt Montag bis Freitag damit verbringen, Geld zu verdienen, den Planeten zu retten und dann können sie zum Strand gehen. Diese Vision einer blühenden Welt basiert auf dem, was man die Freiheitsperspektive nennen kann. Es gibt ein einfaches Prinzip, das diesem Ansatz zugrunde liegt: nicht verletzen. Niemand kann Sie oder Ihre Eigentumsrechte verletzen und Sie müssen andere Leute auch nicht verletzen, außer in einer wirklichen Selbstverteidigung. Wie ich feststellte, ist dies die einzige Regel, mit der jede Person einverstanden ist, zumindest für sich selbst. Ich glaube, dass Nichtverletzen der wirkliche Norden des moralischen Kompass der Menschheit ist und unsere Kernnavigationseinsicht. Diese Einsicht kann jeden Einzelnen führen und schützen, während wir ein freiwilliges, selbsterhaltendes System aufbauen. Es ist eine Art zu leben, hinter der ich mit ganzem Herzen und ohne Vorbehalte stehen kann. Ich bin sehr von der Arbeit des österreichischen Ökonomen Ludwig von Mises beeinflusst worden. Dieser hat eine eigene Philosophie und wirtschaftliches System basierend auf der Kernethik des Nichtangriffs entwickelt. Motiviert durch das Bezeugen der Verwüstungen des Kommunismus und Faschismus in Europa hat er sein Leben der Suche nach einer gerechten Art und Weise gewidmet. Er erkannte, dass in solchen Systemen wie Sozialismus oder Demokratie zu Unrecht die Rechte des Kollektivs oder der Gruppe wichtiger als die des Einzelnen sind. Ich war auch immer der Ansicht, dass mehr Menschen gedeihen können, wenn wir die Gruppenbedürfnisse höher werten als die des Einzelnen. Aber als ich einen genaueren Blick darauf warf, habe ich festgestellt, dass es nicht wirklich so funktioniert. Im Namen dessen, was am besten für die Gruppe ist, sind Regierungen für die meisten Kriege, Tod und Zerstörung auf diesem Planeten verantwortlich. Mehr als 200 Millionen Menschen wurden allein im 20. Jahrhundert getötet. Also wie würde die Anwendung des Grundsatzes der Nichtverletzung diese Dynamik ändern? Es würde uns von der inkrementellen Änderung eines grundlegend fehlerhaften System zu einer vollständigen Transformation lenken, wo nicht nur einige oder sogar die Mehrheit, sondern jeder die Möglichkeit zum Gedeihen haben würde. Um das Prinzip der Nichtverletzung umzusetzen, ist es sinnvoll, unsere Vergangenheit ehrlich zu überdenken, weil es nicht funktioniert, ein gesundes, lebendes System auf einem ungesunden System aufzubauen. Wir müssen zu den fundamentalsten Ungerechtigkeiten, auf denen dieses Land gegründet wurde, zurückgehen. Die Beschlagnahmung der Ländereien der Menschen, die Schlachtung ihrer Frauen und Kinder und die mittellose Hinterlassung des Rests dieser Menschen ist solch ungeheuerliches Unrecht, dass wir damit umgehen müssen, sodass wir es in fundamentaler Weise verstehen können. Wir müssen verstehen, dass dieses Unrecht nicht vor 150 Jahren geschah und abgeschlossen wurde. Dass dieses Unrecht weiterhin jeden Tag vor sich geht. Sie haben in der Geschichte von Nordamerika und den Vereinigten Staaten mehr als 500 unterzeichnete Verträge mit einheimischen Nationen, von denen jeder einzelne inzwischen verletzt wurde.
Sie haben dann in der Tat einen enormen Reichtum, der von den Ländereien und Ressourcen von einheimischen Menschen erzeugt wurde. Und Milliarden von Dollar werden jedes Jahr von Konzernen und europäischen Nationen, die die Ländereien und Ressourcen der einheimischen Bevölkerung ausbeuten, generiert. Hätten wir nicht die großen Kapitalgesellschaften, hätten wir nicht westliche Regierungen, die definieren, welche Beziehungen Sie und ich miteinander haben, während wir zusammen in Nordamerika leben, welche Beziehungen würden wir haben? Was würden wir anders machen? Es wird Zeit und Mut kosten, einen Bewusstseinswandel zu realisieren und die Aufgaben, die uns zu einer Welt, von der ich spreche, bewegen werden, zu bewältigen. Doch ich kann mir kein größeres Geschenk vorstellen, das wir unseren zukünftigen Generationen geben können. Wir können nicht alles auf einmal machen. Ich stelle mir 30 überlappende Lösungsphasen vor. In Stufe 1 bringen wir so viel Integrität wie möglich zu unserem bestehenden System. Falls wir das US-Militärbudget halbieren, würde es immer noch etwa den Verteidigungsausgaben der gesamten restlichen Welt gleichstehen. Zwischen diesem und dem Loswerden der Federal Reserve würden über 1 Billion Dollar freigestellt werden. Genug, um jeden auf unserem Planeten zu ernähren, sich mit sozialen Fragen auseinanderzusetzen und unsere Umwelt zu heilen. Viele Menschen glauben, dass der weltweite Hunger und die Armut unvermeidbar sind. Aber im Vergleich zu Krieg ist die Beseitigung von Armut und die Wiederherstellung der Umwelt billig. Laut dem Earth Policy Institute von Lester Brown würden unter 200 Milliarden Dollar im Jahr benötigt, um die Umwelt der Erde wiederherzustellen und globale soziale Ziele zu befriedigen. Diese Phase ist jedoch nicht das Endziel der Freiheitsperspektive. Während die erste Stufe eine Menge Mitgefühl verlangt, was normalerweise mit einer liberalen demokratischen Agenda gleichgesetzt ist, hat die zweite Stufe vieles von der Weisheit der traditionellen konservativen Weltansicht. In Stufe 2 schrumpfen wir die Rolle der Regierung für den Schutz der individuellen Freiheit und regeln nur Dinge, die wir gemeinsam haben, wie zum Beispiel das Ökosystem und Ätherwellen, die wir verwenden, um zu kommunizieren. Wenn das System an Integrität gewinnt und wir uns zu einer soliden Währung bewegen, dann werden Menschen genug Geld haben, um mehr Kontrolle über alles zu haben, was sie betrifft. Stufe 3 wächst aus der zunehmenden Freiheit, welche Menschen in Stufen 1 und 2 gewinnen, da sie mehr Geld und Zeit haben. Es gibt keine unfreiwillige Steuer und somit auch keine unfreiwillige Regierung. Es gibt kein Monopol auf Gewalt. Es gibt Regeln, aber keine Herrscher. Der strenge Schutz der individuellen Rechte entpuppt sich als der Schlüssel, um unsere gegenseitige Abhängigkeit einzuhalten. Wir können verschieden und einheitlich zur gleichen Zeit sein. So utopisch wie dies zunächst klingen mag, bin ich begeistert zu sehen, wie sehr praktisches Denken geholfen hat, schwierige Themen wie Gesundheitspflege, Kriminalität und Bildung zu bewältigen. Diese drei Stufen validieren das Beste aus den beiden, die liberalen und konservativen Perspektiven, welche uns für so lange getrennt hatten, um sie auf einer neuen Ebene zusammenzubringen im Hinblick auf das Nichtverletzen, eine Kernethik, die wir alle teilen. Stufe 3 ehrt den menschlichen Anreiz und beinhaltet schließlich nicht nur die Rechte von vielen, sondern die Rechte von jedem. Der Torus bietet eine Vorlage für eine Gesellschaft, die auf Integrität und Ganzheit basiert. Es bewahrt, was funktioniert und hat Feedback mit eingebaut, sodass wir es selbst korrigieren und erneuern können, um das Gleichgewicht zu halten. Wir können dies und andere Funktionen der Torus-Dynamik für unsere menschlichen sozialen Systeme anwenden. Ich glaube wirklich, dass die bewusste Ausrichtung mit dem grundlegenden Lebensenergiemuster auf allen Ebenen, körperlich, emotional, mental, zwischenmenschlich und Umwelt letztlich die Kunst, die Wissenschaft und das Fest der Liebe ist. Und das ist, was wir hier lernen sollen. Die fundamentale Erkenntnis unserer Verbundenheit ändert die Art und Weise, wie ich alle Dinge angehe. In meinem eigenen Leben fand ich einen praktischen Ausdruck dieser Philosophie in der modernen, gewaltfreien Aikido-Kampfkunst. Es bietet eine leistungsstarke Anleitung, wie man effektiv und nicht offensiv auf die Global Domination Agenda reagieren soll. Der Gründer Morihei Ueshiba hat gelehrt, dass man die Bewegungen der Atome und Galaxien imitieren muss, um Aikido zu praktizieren. So wie freie Energietechnologien mit dem toroidalen Muster verschmelzen, um auf unbegrenzte Macht zuzugreifen, verschmilzt Aikido den Weg der Harmonie mit der Energie des Angreifers.
Damit wird sie auf eine friedliche Lösung umgelenkt. Gandhi und King haben diese Prinzipien der nicht-aggressiven Macht auf die wirtschaftlichen und sozialen Ebenen angewandt. Wenn wir mit Gewalt auf die Dominanzagenda reagieren, außer in Notwehr, würde das alte Paradigma wir gegen sie weitergehen und eine Entschuldigung für noch mehr Maßnahmen des Polizeistaats darstellen. Ich glaube, dass es sowohl moralisch als auch strategisch wichtig ist, dass wir den Weg der Nicht-Aggression wählen. Es gibt einen weiteren Aspekt des Torus, welcher tiefgreifende Auswirkungen darauf hat, wie wir auf die vor uns liegenden Herausforderungen reagieren. Es ist die absolute Stille, der Nullpunkt, der im Zentrum eines jeden toroidalen Systems liegt. Ich glaube, dass Sie und ich ebenso wie jedes andere Wesen Torus-Energiefelder sind, die durch Stillstand zentriert sind und jeweils miteinander und mit dem grenzenlosen Bewusstsein eines lebendigen Universums verbunden sind. Obwohl ich sehr von den Erfahrungen anderer profitiere, wie hier in den Navigationseinsichten hervorgehoben ist, und tägliches Feedback sehr wertvoll ist, darüber, was wirklich in der Welt los ist, wie wir an dem Lebenswichtigen sehen, bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass unser primärer Kompass unsere eigene innere Führung ist. Während wir lernen, den Lärm zu dämmen und die inneren Signale zu verstärken, können wir die Stimme hören, die von Natur aus weiß und uns in die richtige Richtung weist. Wir haben ein ganzes inneres Leben, ein lebendiges und lebhaftes inneres Leben, welches wirklich der Navigator des Weges ist, den wir in der Außenwelt nehmen. Wenn Ihr Innenleben bestimmt, wie Sie sich in der Welt zeigen, ergibt es Sinn, dass, wenn Sie beeinflussen wollen, wohin Sie gehen, Sie eine Beziehung zu Ihrem inneren Leben haben müssen. Sie müssen eine Beziehung zu dem Navigator haben. Während wir eine bessere Beziehung zu demjenigen entwickeln, der im Fahrersitz ist, gibt es eine Synergie. Es ist eine symbiotische Beziehung, die es unserem inneren Leben ermöglicht, mehr im Einklang zu sein mit dem, wo wir hingehen wollen. Und wir sind in der Lage, dorthin zu gelangen. Unser Einfluss ist nicht so unbedeutend, wie wir denken. Um die Welt zu heilen, müssen wir anfangen, uns selbst eine andere Geschichte zu erzählen, und wir müssen anfangen, an einer anderen Geschichte teilzunehmen. Es ist unsere gemeinsame Geschichte, die diese Welt manifestiert. Die Menschheit ist nun in einer sehr interessanten, evolutionären Phase, in der wir uns von feindlicher, aggressiver Konkurrenz, welches die Natur von jungen Spezien ist, zu einer reiferen Form des Miteinanders, der Zusammenarbeit bewegen. Es ist keine Frage, dass in diesem Land das Geld, das Kapital, zunehmenderweise in den Händen von wenigen konzentriert ist. Und diejenigen, die so mächtig sind, konzentrieren es weiter. Aber es gibt eine Macht, die stärker ist, und diese Macht ist die Macht des Volkes. Wenn wir uns diese Krise ansehen, ist es so einfach, das Leben nicht mehr zu lieben. Es ist einfach, pessimistisch und verzweifelt zu sein. Aber aus meiner Sicht hat sich diese Krise zugespitzt zu einem Punkt, wo die Massen erwachen. Und dieses Gefühl in mir gibt mir die Vitalität zu wissen, dass es egal ist, wie klein mir, was ich mache, vorkommt. Im Angesicht dieser riesigen Probleme sind die Impulse der Evolution nicht klein. Und falls jeder, der aufwacht, dieses Gefühl hat, dann ist es riesig. And when it's in everybody who's waking up, it's huge. Und da mehr und mehr von uns aufwachen, sich verbinden und den Wagemut haben zu sprechen, wird das System der globalen Herrschaft aufgedeckt. Und wir entdecken Lösungen, die eine Welt erstellt, nach der wir uns sehnen und die wir verdienen. Immer wieder im Laufe der Geschichte, wenn die Leute erkannt haben, dass Tyrannei ihr grausames Gesicht zeigte, sind sie zusammengekommen und standen für Freiheit. Ich bin mir sicher, dass die Menschheit auf diese Zeit zurückblicken wird und sie stolz darauf sein wird, dass wir es erkannten und handelten. Wir danken Ihnen, dass Sie mit uns auf diese Reise gekommen sind. Ich bin überzeugt, dass wir alles zum Gedeihen haben. Lassen Sie es uns möglich machen. Let's make it happen.